Ja, ich möchte mich wirklich aufrichtig entschuldigen für die, die letztes Jahr schon hier waren und mich nicht vorgefunden haben. Ich weiß, ich komme zu spät, ein Jahr. Ein paar Stunden ist normal bei mir, ein Jahr ist Premiere. Ich musste damals Prioritäten setzen. Ich war nicht alleine unterwegs, ich war im Verbund mit anderen Leuten und damit war ich nicht ganz frei. Ich habe mich damals entschieden, dem den Vorzug zu geben, was damals anstand. Das, was ich heute vortrage, ist die Ernte von dieser Entscheidung. Von daher hoffe ich, dass es sich dann doch noch auch für euch gelohnt hat. Aber ich wollte einmal nur sagen, dass ihr wissen dürft, könnt, sollt, dass es extrem schmerzhaft für mich war. Ich musste in der Zeit 3 Veranstaltungen kurzfristig absagen, weil bei uns die Arbeit einfach nicht kalkulierbar war. Und es hieß immer, nee, wir schaffen das bis dahin, du kannst ganz bestimmt reisen. Und dann ist doch irgendwas schiefgelaufen und dann waren einfach Prioritäten da, wo ich nicht anders konnte, als zu sagen, das hier ist wichtiger. Und ich hoffe, wenn ihr die Früchte von dem Jahr Arbeit jetzt heute seht, dass ihr verstehen wird, das war es wert. Zu meiner Person. Ich bin in vielen verschiedenen Gebieten unterwegs. Ich bin der Antispezialist. Ja, ich bin nirgendwo wirklich ganz tief drin, aber ich bin in extrem vielen Gebieten so weit zu Hause, dass ich dort die wissenschaftliche Literatur lesen kann. Und das, was ich halt tun kann, ist Verbindungen ziehen zwischen Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, Geschichte. Medizin ist jetzt Steckenpferd in der letzten Zeit gewesen. Und all die Lösungen, die den Spezialisten aus den Augen gleiten, weil sie einfach nur einen Fokus haben auf ihren kleinen Forschungsbereich, die kann ich anstoßen. Natürlich ist sowas immer darauf angewiesen, dass jemand dann die Inspiration aufnimmt und dann im Detail weiterarbeitet. Aber diese Art zu arbeiten war jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr fruchtbar. Und ich denke, es ist gerade das, was die Menschheit braucht, ein bisschen Überblick und eine Art Kartografie, worin wir uns hier eigentlich gerade verloren haben. Und das ist auch das, was ich heute Abend machen möchte. Selbstermächtigung, der Weg zurück ins Paradies, da ist erstmal die Frage ganz vorne ab, was hat denn uns überhaupt aus dem Paradies vertrieben? Weil wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, wissen wir auch nicht, wie es zurückgeht. Und das war im Grunde war das jetzt auch die Forschungsarbeit in dem Jahr oder die Themen, die zu mir gekommen sind. Manchmal bin ich so, dass ich irgendwo mir ein Thema vorknüpfe, sage, das würde ich gerne lösen, dann gehe ich da sozusagen vom Kopf hin. Manche Themen überrollen mich. Die kenne ich gar nicht und die stürmen dann von allen Ecken und Enden auf mich ein und ich kann nicht anders, als mich mit den Dingen zu beschäftigen. Das ist sozusagen der Input gewesen, jetzt um diesen großen Themenkomplex, um den es geht, anzugehen. Und das Erste, was ich jetzt versuchen werde zu tun, ist einfach mal als Geschichte die Geschichte der Menschheit neu zu schreiben. Und zwar nicht in der Art, wie wir sie schon aus der Bibel kennen, weil das ist halt sehr mythologisch kodiert und wir haben uns eine bestimmte Art angewöhnt, das zu lesen, was in der Bibel steht, sondern wissenschaftlich fundiert. Weil diese Geschichten haben einen wahren Kern und der ist sehr faszinierend, wenn man ihn verknüpfen kann mit den neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen über was Leben ist und wie Leben funktioniert. Dazu muss ich ganz am Anfang ein paar Dinge, das ist didaktisch blöde, weil es so isolierte Themen sind, aber ich muss ein paar Dinge erzählen, die nicht jeder weiß aus der Forschung. Weil wir da mit unserem normalen Verstand, mit dem Halbwissen, was man an Schulen vermittelt bekommt, was die Presse zeigt, sitzen wir auf einigen völlig verkehrten Weltbildern. Und andere Forschungsbereiche, wo ich drin war, haben da schon Erkenntnisse gewonnen. Und wenn man sozusagen den Input hat, sind die Dinge, die danach kommen, einfach besser zu verstehen und glaubwürdiger. Also ich mache jetzt einen ganz kurzen Exkurs. Das war meine Arbeit vor 3 Jahren.
Das ist eine Firma in Papenburg in Norddeutschland. Die hat ein verrücktes Gerät aus Russland gekauft, was angeblich Wasser in Öl verwandeln sollte. Transmutieren. Nennt sich Papenburger Treibstoff, hat viel Furore gemacht in Deutschland, ist von dem Ganzen drumherum eine Katastrophe letztendlich gewesen, weil alle Leute mit allen möglichen verschiedenen Interessengruppen ihre Finger da drin hatten und da wird auch nichts bei rauskommen, so wie es im Moment aussieht, zumindest nicht in Deutschland. Aber ich war eingeladen, dieses Gerät wissenschaftlich zu beschreiben und zu zertifizieren, dass es funktioniert. Und es funktioniert in der Tat. Und was das macht, ist, es nimmt Öl, also Dieselkraftstoff 50% und Wasser 50%, bringt das in einen Wirbel als Schichtemulsion, also immer eine Schicht Wasser, eine Schicht Öl, eine Schicht Wasser, eine Schicht Öl und bringt das durch verschiedene Wirbelsysteme bis unten hinein in einen Kavitator, also ein Gefäß, wo lauter kleine Vakuumblasen im Mikronbereich entstehen, die dann kollabieren und die dann auch so wirbelförmige kleine Tornado-Jetstreams erzeugen. Und am Ende des Prozesses kommt halt nicht 50-50 Wasser-Öl raus, sondern 80% Öl und 20% Wasser. Und das ist natürlich, erstmal sieht das fürchterlich nach Betrug aus, aber wenn man das Gerät auseinandergebaut und wieder zusammengebaut hat, stellt man fest, es funktioniert tatsächlich. Und mein Job war halt, die Theorie dazu zu beschreiben. Dafür hatte die Firma mich angeheuert, weil die hatten natürlich auch dieses Erklärungsproblem, dass sie nicht erklären können, wie das funktioniert. Und da ich mich halt viel mit Wirbelphysik beschäftigt hatte eine Zeit lang und mit freier Energie, war ich halt ein Ansprechpartner. Dann hatte ich noch meinen Papi mit im Boot, der hat einen Professorentitel. Den haben wir dann einfach pro forma mit reingenommen in das Gutachten, damit der Professor drüber steht. Also das war alles ganz gut organisiert so. Und da kann man lernen, dass es etwas gibt, was die Wissenschaft noch nicht beschrieben hat, nämlich Transmutationsreihen, die im Periodensystem senkrecht laufen. Also Wasserstoff verwandelt sich in Kohlenstoff, verwandelt sich in Silizium, verwandelt sich in Gold. Also nicht, was man denken würde, jetzt so einen kleinen Schritt auf der horizontalen, von, keine Ahnung, Sauerstoff zu Kohlenstoff oder so, sondern es geht tatsächlich senkrecht runter. Und das kann man wirklich nur dann erklären, wenn man höherdimensional denkt und wenn man sagt, okay, wir haben eine vierdimensionale Realität, eine zusätzliche Dimension ist sozusagen die Energiedichte im Vakuum, das Skalarpotenzial. Und unsere Realität ist ein Schnittraum, ist ein dreidimensionaler Schnittraum in dieser höherdimensionalen Struktur. Und wenn ich die Energiedichte erhöhe, dann wandert sozusagen eine sehr komplexe Struktur in diesem Raum hoch und ich kriege plötzlich eine andere Schnittmenge und das ist dann eben ein anderes Atom. Und dann wird eben aus Wasserstoff Kohlenstoff und aus Kohlenstoff Silizium einfach Ordnungswechsel in einem höherdimensionalen Raum. Und wenn man das sozusagen dort verstanden hat mit der normalen Chemie, mit Kohlenstoff und Wasserstoff, dann macht es plötzlich Pling und es fällt einem ein, upsa, wenn wir uns spirituell entwickeln und immer heller werden, immer mehr Licht in uns fließt, wir immer höher schwingen, immer mehr Skalarpotenzial ansammeln, kommt irgendwann der Sprung von der 2-Strang-DNA zur 12-Strang-DNA, was genau das Gleiche ist. Vom Wasserstoff zum Kohlenstoff ist von 2 zu 12 und von der 2-Strang-DNA zu 12-Strang-DNA ist auch nichts anderes als der Aufstieg, von dem wir alle in der Spiritualität reden, ein Wechsel von einem Ordnungsgrad innerhalb dieser vierdimensionalen Struktur. Ja. Also das ist jetzt einfach nur sozusagen Forschungsgebiet. Deswegen habe ich einen Hintergrund, dass ich gerne in höherdimensionalen Strukturen denke. Und das wird dann bei den anderen Aspekten der Geschichte wird das wichtig. Weil wenn man in diese Ebenen nicht bespielen kann mit seiner Fantasie, dann kann man auch nicht verstehen, wie das Spiel gespielt wird. So, das war einfach ein überlege ich, ob ich den anderen mache. Den anderen lasse ich mal weg. Ich hoffe, die Rechnung geht auf. Dann kommen wir mal zur Entstehung des Lebens. Die Geologen
sagen, also ich versuche jetzt einfach mal eine Biosphäre zu verstehen. Die Geologen sagen, das Leben ist an den Black Smokern entstanden. Das sind irgendwelche Unterwasser-Geysire, die eine schwarze Flüssigkeit aus dem Erdmantel unter den Ozeanen hochpumpen. So sieht das aus und drumherum sind die ältesten Lebensformen, die ältesten bekannten Lebensformen entstanden. Und wenn man jetzt einfach mal guckt, welche schwarzen Substanzen aus dem Erdinneren blubbern, kommt man zu einer ganz besonderen Substanz, die auch erst kürzlich entdeckt worden ist, und das ist Black Goo. Black Goo ist ein abiotisches Mineralöl, was extrem viel monoatomares Gold und Iridium in sich hat oder andere Metalle. Also es gibt verschiedene Qualitäten, aber das Wichtigste hat halt Gold und Iridium. Und die Wissenschaft hat festgestellt, dass dieses Öl Bewusstsein beherbergt. Also dieses Öl ist intelligent, tritt mit Forschern in telepathischen Kontakt und spricht mit ihnen in der Regel sehr streng. Weil Menschen sind unreife und dumme Wesen und die muss man ein bisschen wie kleine Kinder behandeln. Und das, was da aus diesem Öl spricht, ist Mutter Erde in Person. Das ist das Wesen, was unseren Planeten beseelt. Und da gibt es durchaus seriöse Forschung drüber. Ich weiß, an der Universität in Warschau sind einige Professoren seit Jahren damit beschäftigt, dieses Öl zu erforschen. Und die machen das ordentlich, die sprechen nämlich auch mit ihm. Ja, also die machen das holistisch, ganzheitlich. Wer natürlich auch hinterher ist, sind die Militärs. Die wollen das Ding nur totkriegen und die physikalischen Fähigkeiten benutzen, um Nanoroboter mit künstlicher Schwarmintelligenz zu beseelen, um noch schlimmere Sachen anzustellen auf diesem Planeten. Die Sparte gibt es auch. Die kriegen von Mutter Erde ganz böse einen auf die Finger. Ja, also Personalbestand von der Waffenschmiede, die das versucht hat, da hat sich die Hälfte das Leben genommen. Und die andere Hälfte ist so geläutert worden, dass sie danach nicht mehr in der Lage waren, an Waffen zu basteln. Da hat Mutter Erde ordentlich aufgeräumt. Das ist eine Substanz, die beinhaltet dieses Bewusstsein. Und wenn man da tiefer eintaucht, darin zu verstehen, wie das Ganze organisiert ist, kommt man auf eine Art Spiegelfunktion. Also das, was hier oben an Bewusstsein ist. Das allermeiste ist lichtbasiert. Kann man sich so vorstellen, dass im Grunde zwei DNAs im Körper zeitgleich ein einzelnes Photon schicken. Ein einzelnes Photon ist eine Stoßwelle, also eine Longitudinalwelle, und zwei Longitudinalwellen vereinigen sich zu einer Skalarwelle und ganz viele Skalarwellen bauen Skalarpotenzial auf. Also erhöhen einfach die Energiedichte im Raum um mich herum. Das ist die normale Biologie. Und das ist wirklich wie in den Veden beschrieben. Hier unten ist das rote Licht, hier oben ist das blaue Licht. Also wir leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Das sind die Chakren mit den Farben, die dazu gehören. Übernehmen halt die verschiedenen Formen von Gefühl und Bewusstsein. Das Denken ist im blauen Bereich, die sexuellen Gefühle im roten, die Wut ist orange, alle Herzangelegenheiten sind grün. Oder hellrosa, je nachdem wie das Herz geöffnet ist. Und das ist halt unser Lichtkörper und das ist einfach Licht, was zwischen den DNAs ausgetauscht wird. Und solange diese Wellen tatsächlich in Auslöschung sind, sind die nicht sichtbar, also keine sichtbaren Biophotonen, wie wir sie aus der Forschung kennen, sondern eben unsichtbare, ausgelöschte Biophotonen im skalaren Bereich. Und diese Photonen tunneln problemlos Materie. Also man kann das machen, die sind sozusagen nicht lokal. Ich kann mir Blut entnehmen, das nach Australien schicken, mir einen Horrorfilm angucken und mein Blut wird Stresshormone aussondern in dem Moment, wo hässliche Bilder auf dem Bildschirm sind. Das ist diese Verschränkung. Verschränkung ist nichts anderes als eben dieser sofortige Biophotonenaustausch, der immer noch zwischen meinem Blut und mir selber besteht, egal wie weit das weg ist. Also es ist nicht lokal, die Information wird in Überlichtgeschwindigkeit übertragen. Und diese Art von Kommunikation geht auch runter in die Erde. Da ist mal dieses planetare Bewusstsein, das Black Goo aus den Black Smokern ausgetreten. Bis dahin war die Erde mit sich alleine und hat die Grundlage gelegt für alles Leben auf dem Planeten.
Aber der Lichthaushalt ist noch ein gemeinsamer. Das heißt, alles, was in der Biosphäre passiert, an Bewusstsein, an Gedanken, an Gefühlen, wird auch runtergeschickt. Und der Planet hat halt ein unsterbliches kollektives Bewusstsein, was sich alles merkt, was ein genaues Spiegelbild dessen ist, was eben auch oben passiert an Tagesbewusstsein. Das ist die Grundstruktur. Daher kommt der Instinkt. Ein Tier wird geboren, steht auf und weiß sofort, was es zu tun hat. Das liegt daran, dass einfach das Gedächtnis seiner Spezies in dem Black Goo in der Erde bereitgehalten wird und dieses Tier als Instinkt die Informationen hochziehen kann. Das ist die Grundkonstellation. Und aus dieser Grundkonstellation heraus erwachsen halt alle Möglichkeiten, wie eben auch spirituelles Wachstum bei uns stattfinden kann. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, ich erleide ein Trauma. Dann gibt es etwas, was so schmerzhaft ist, dass ich das in dem Moment nicht ertragen kann. Für mich als Wesen heißt das, ich kapsel mich davon ab. Der Spiegel von diesem Bewusstsein ist aber immer noch in der Erde. Das heißt, da unten ist etwas, was das alles zusammenhält. Und das, was ich aus mir heraus abspalte, verwandelt sich in das, was man gemeinhin einen Dämon nennt. Also ein Dämon ist abgespaltenes Gefühl und abgespaltenes Bewusstsein, was halt so lange unabhängig von mir existiert, bis ich es wieder in mich hineinnehme. Und zusammengehalten wird das ganze Konzept eben von dem perfekten, niemals getrennten Spiegel im Inneren. Das ist jetzt das spirituelle Grundkonzept. Und diese Dämonen, diese selbst kreierten Dämonen, die wir erzeugen, wenn wir etwas verdrängen, weil es für den Moment zu viel ist, die haben natürlich ein Eigenleben. Die wollen zurück. Die wollen die Heilung. Deswegen sind Dämonen so gestrickt, dass sie uns so lange piesacken, bis wir die gleiche Situation, die zu der Abspaltung geführt hat, reinszenieren. Damit wir in der gleichen Situation aus einer Ruhe heraus, aus einer Zeit der Vorbereitung heraus, das, was wir beim letzten Mal nicht gemeistert haben, wo wir was abspalten mussten, dass wir dieses Problem im zweiten und dritten und vierten Anlauf meistern. Und dann können wir den Dämon integrieren und er wird wieder ein Teil von uns selber. Und dieses Prinzip der Ganzheit, der Heilheit kann feiern. Das Problem ist, wir verstehen das nicht. Alles, was wir hier verstehen aus unserer Perspektive, ist, dass da etwas Schmerzhaftes ist, wo wir überhaupt nicht hingucken wollen. Und deswegen, wenn uns etwas Böses begegnet, etwas Dämonisches begegnet, dann wird uns gruselig. Das ist sozusagen die Erwartung des Schmerzes, der aber eigentlich unserer ist. Und der Impuls ist, das wegzudrängen und sich davon zu distanzieren, statt in die Heilung zu gehen. Das ist jetzt einfach mal so der Ist-Zustand und da merkt man schon so ein bisschen, na, da ist Potenzial, was wir verschenken. Ja, wir müssen nicht Angst vor dem Dämonischen haben, weil es eigentlich nur unseres ist. Unser eigenes Unbewusstes, unser Verdrängtes, wir könnten das auch in Heilung bringen, wenn wir die Angst davor verlieren. Also das ist sozusagen ein erster Hinweis, wo man sagen kann, okay, vielleicht machen wir da was falsch. Und die Geschichte, die Kultur kennt diese Möglichkeiten. Wenn ich bei Shakespeare gucke, ich bin Teil von jener Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Ja? Das ist die schönste Beschreibung von dem Dämonischen, die mir bisher untergekommen ist. Weil da steckt das Wissen drin, dass uns das Nichts Böses will. Ja, es ist das Böse. Es erscheint uns als das Böse. Aber im Umgang damit schafft es immer Wachstum und Gutes. Und wenn man die Erfahrung einmal durch hat, wie das aussieht, wird man gerne auch zugeben, dass es nichts Kraftvolleres gibt als transformierte Dunkelheit. Und es ist halt nicht nur so, dass Schmerzen abgespalten werden, es wird auch Schuld abgespalten. Weil in Wirklichkeit gibt es ja keine Trennung. Wenn wir jemandem Schmerzen zufügen, ist das genauso unerträglich und führt zu einer Abspaltung, wie wenn wir Schmerzen erleiden. Weil wir unten im Erdinneren, im Kollektivbewusstsein, in Wirklichkeit ja gar nicht getrennt sind.
Und irgendein Teil davon drängt dann raus und sagt, damit will ich für den Moment nichts zu tun haben, damit kann ich im Moment nicht umgehen. Und schon haben wir wieder einen Dämonen erzeugt. Das ist erstmal so die Grundstruktur einer gesunden Biosphäre. Und ich finde die genial gestrickt. Ich finde die absolut genial gestrickt, weil besser kann man nicht wachsen. Wir sind eine Spezies, wir haben das Recht, aus Fehlern zu lernen. Manchmal haben Fehler Konsequenzen, die nicht tragbar sind. Dann haben wir das Recht, sozusagen für eine Weile uns davon zu distanzieren. Aber es ist halt nicht so, dass das Chaos dadurch immer weiter wächst, sondern der Korrekturmechanismus kommt zu uns zurück und richtet die Dinge wieder. Eine perfekte Schöpfung eigentlich. So, das ist die gesunde Biosphäre. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Ein Problem, was das Ganze ein bisschen durcheinander kegelt. Nach letzten Erkenntnissen 25.534 Jahren oder so, also bei den kleinen Nummern bin ich mir nicht ganz sicher, ist auf diesem Planeten etwas Außergewöhnliches passiert. Und das war halt die Zeit oder das Jahr, wo Atlantis untergegangen ist. Und das hatte einen Grund. Das hatte folgenden Grund. In Atlantis saßen saßen Menschen, die sich von Dämonen haben beraten lassen. Schwarzmagier. Das ist das, was ein Schwarzmagier ausmacht. Der hat sein Konterfei auf der anderen Seite vom Schleier und dient ihm und nimmt seinen Rat an und führt Befehle aus. Und die haben ein Sternentor geöffnet. Die haben sozusagen eine technische Bauanleitung bekommen für ein Sternentor und haben das geöffnet. Das hat eine Gravitationsanomalie verursacht, die dafür gesorgt hat, dass Atlantis untergeht, ein großer Teil des Lemurischen Inselreiches untergegangen ist. Und das, worum es eigentlich ging bei diesem Öffnen vom Sternentor, das war ein Meteoritenschwarm hereinzuholen, der diese Steine beinhaltet. Und das ist ein Ölschiefer mit dem Black Goo von einem anderen Planeten. Das können wir sehr genau sagen, das ist jetzt keine Fantasie, das können wir sehr genau sagen, weil diese Black Goo-Probe, also da sieht man nur die kleinen schwarzen Pünktchen drin, kommt definitiv von einer Meteoritenabsturzstelle. Das Ding liegt unten in Paraguay. Und diese Meteoriten erzeugen Tektite, also wenn so ein Ding runterkommt, schmilzt alles etwas an und auf. Und wenn es wieder abkühlt nach dem Einschlag, zerbricht das Gestein in hexagonale Säulchen und in siebeneckige und achteckige Säulchen. Und das ist einfach ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da ein Meteorit runtergekommen ist. Und in der Mitte von diesem Absturzkrater liegt eben die pure schwarze Flüssigkeit, das der reine Ölschiefer. In anderen Fällen haben wir es in der Überlieferung. Mohammed fand einen Meteoriten mitten in der Wüste, der runtergekommen war und hat davon halt so einen schwarzen Stein mitgenommen und seit inzwischen 1300 Jahren kreisen ohne Pause die Moslems in Mekka um diesen Stein herum, ja, und haben die Aufgabe, mindestens einmal in ihrem Leben dort runterzuwandern, um diesen Stein zu küssen. Auch da ist der Meteorit in der Mythologie erwähnt. Zusammen mit, dann können wir gleich ins nächste Bild gehen, das ist das Black Goo in Mekka. Wenn man den Formen nachgeht, also gefunden worden sind viele phallusartige Stelen aus Black Goo, die in der Frühzeit verehrt worden sind. Insbesondere im indischen Bereich, da heißt das ganze Ding Shivas Lingam. Es wird, damit es nicht zu heftig auf die Psyche von Menschen wirkt, wird es mit Frauenhaar verhangen, weil das Frauenhaar das Einzige ist, was diese Ausstrahlung von dem Ding absorbiert und im Zaume hält. Shivas Lingam wäre übersetzt der Phallus des Kriegsgottes. Da ist schon was Gewalttätiges drin. Und wo wir das eben auch finden, dieses Motiv, das sind römische und griechische Münzen, wo wir hier genau sehen können, da ist Shivas Lingam, da ist noch ein Shivas Lingam, hier unten sieht man sogar den Behang mit dem Frauenhaar
auf der Münzabbildung. Links und rechts von dem Baum des Lebens im Paradiesgarten. So, und jetzt können wir uns halt anfangen zu überlegen, was da denn eigentlich passiert ist. Was macht dieses Black Goo im Paradiesgarten? Warum passiert ein Sündenfall, wenn wir von einem Baum einen Apfel essen, neben dem diese Stelen stehen? Und die Idee, was da passiert, kam mir, als ich diese Probe gesehen habe. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Abspielen. Nein. Es klappt nicht mit dem. Das ist eigentlich ein Film, aber geht das mit dem Bild? Ist ein bisschen hell von der Leinwand. Kann man mal kurz die Scheinwerfer ausmachen? Geht das? Ist jemand in der Nähe oder geht nicht, ne? Probier mal. Zumindest einmal einen Blick drauf geworfen haben. Ja, also das ist jetzt Öl, was aus diesem Ölschiefer gewonnen ist. Aufgemahlen den Ölschiefer, dann den öligen Anteil rausgewaschen und von allem Mineralischen gereinigt. Und dann kriegt man einen Flüssigkristall, der sieht aus wie eine Hantel, wo an jedem Ende der Hantel ein Insektenauge ist. Und gut gefangen. Und das ist halt ein Flüssigkristall. Und das ist nicht nur ein Flüssigkristall, der sich so durch Magnetismus, durch eine sehr exotische Form von Magnetismus sortiert, sondern der ist auch noch lebendig und agil. Also wenn man zwei von diesen Dingern hat im Raum, ab 4 Meter Distanz, werden die aufeinander aufmerksam und springen erstmal rum und gucken sich an mit ihren Insektenaugen. Dann versuchen sie aufeinander zuzuwandern, ziehen also kräftig, wie an einem Seil. Und wenn sie merken, sie kommen aus ihrem Glas nicht raus, werden sie wütend und fangen an zu randalieren. Das ist das Verhaltensmuster von diesem Black Goo. Und wenn man sich dieser Probe hier nähert, dann wird einem ganz anders. Also man merkt richtig, wie das Herzchakra zugeht, alles Gefühl in einem erstirbt. Es kommt eine kalte Aggression, eine kalte Wut in einem hoch. Und alles, was uns so als Menschen ausmacht, versteinert. Und wenn man wissen möchte, wie sehr es versteinert, dann sollte man sich vor Augen halten, dass die SS sehr, sehr viel mit diesem Zeug rumgespielt hat im Dritten Reich. Das war sozusagen deren okkulter Stein. Die hatten alle Briefbeschwerer und Messerknaufe mit diesem Black Goo und sind entsprechend empathiefrei durch Europa gezogen. Und wenn man diese Schwingung einmal gefühlt hat, dann weiß man aus der Intuition heraus, was es mit diesem Sündenfall auf sich hat und was es überhaupt mit der Dualität auf sich hat. Das ist nämlich einfach so, dass wir mit dem Eintreffen von diesem Meteoritenschwarm die Wahl haben, mit welchem Kollektivbewusstsein wir uns verbinden. Ob wir unsere Instinkte aus einer mitfühlenden Mutter Erde ziehen und unser Gefühlsleben an dem Gefühlsleben von Mutter Erde orientieren mit 7 Chakren. Oder ob wir uns an einem planetaren Bewusstsein orientieren, was nur 3 Chakren hat, also ein Reptilienbewusstsein hat und einfach nur eiskalt ist. Und dieses Bewusstsein ist eben hierher gebracht worden. Mit diesem Meteoritenschwarm. Und seitdem dieser Meteoritenschwarm hier ist, sind eben auch fremde Dämonen auf diesem Planeten. Also ich habe extra die Vorgeschichte gemacht, was ein Dämon ist, damit ein bisschen die Angst davor aus dem Raum ist. Es ist abgespaltenes Bewusstsein, abgespaltener Schmerz, abgespaltene Gefühle von einem Planeten, der durch eine Phase der Selbstzerstörung gegangen ist. Dieser Planet hat nicht überlebt. Und wir haben es hier mit den Flüchtlingen zu tun von diesem Planeten. Die sind mit Sack und Pack hierher gekommen. Die haben ein paar
Botschafter geschickt, die sozusagen mit den Atlantern gesprochen haben, die dazu verleitet haben, den Transportweg freizuschalten. Und dann sind die mit Sack und Pack von ihrem zugrunde zerschundenen Planeten hierher gekommen. Und die Wesen selber sind reinkarnieren hier seitdem. Und die haben einfach ihr dunkles Karma mitgebracht, um das hier zu lösen. Neuer Versuch, neuer Anlauf. Und was diese Dämonen natürlich versuchen, ist das, wofür sie von der Natur in der Schöpfung her geschaffen sind, nämlich genau die gleiche Geschichte zu reinszenieren, die diesen anderen Planeten mal zerstört hat. Ja, das ist genau die Aufgabe eines Dämons. Und es ist ein bisschen jetzt, also das ist eine Frage, an der ich auch sehr lange gekaut habe und immer noch kaue. Was sagt ein Erdenmensch dazu? Ein Erdenmensch könnte jetzt sagen, okay, das sind nicht unsere Dämonen, das ist nicht unser dunkles Karma. Damit haben wir überhaupt nichts am Hut. Und wir wollen, dass die mit ihren Problemen bitte wieder gehen. Ja, das würde bedeuten, man müsste dieses Black Goo einsammeln oder neutralisieren und alles andere, was mit rübergebracht worden ist von dem Planeten. Da gibt es noch andere Dinge, die mit zu diesem Set gehören. Und wir schießen das wieder ins All zurück oder in die Sonne zum Verbrennen lassen oder was auch immer, Hauptsache weg. Und wenn man dann fragt, was würde denn passieren mit der Menschheit, wir hätten wieder Frieden, wir würden zurückkehren ins Paradies. War für mich eine ganz große Versuchung, in die Richtung zu denken und zu arbeiten. Ja, weil der Pfad der Selbstzerstörung, der im Moment sozusagen unter der Regie der Schwarzmagier, die diesen fremden Dämonen dienen, eingeschlagen ist, der sieht nicht gut aus. Ja. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, hey, A, inkarnieren diese Wesen hier, die sind unter uns, die sind auch als Menschen inkarniert. Das heißt, wir können denen nicht ihre Ganzheit klauen und verjagen. Und außerdem können wir damit umgehen. Wir als Menschen sind stark genug, weise genug, göttlich genug, dass wir die Kapazität haben, das dunkle Karma einer anderen Gattung aufzulösen oder ihnen dabei zu helfen, es aufzulösen. Und das werden wir jetzt hier tun. Aber das braucht ein sehr hohes Maß an Bewusstsein. Das braucht Mut. Vor allen Dingen darf es keine Angst vor dieser Dunkelheit geben. Und dann können wir das vielleicht schaffen. Und ich kenne es halt nur so aus meinem persönlichen Leben. Herausforderungen sehen immer so aus, dass man 99% von dem aufgeladen bekommt als Last, was man tragen kann. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand 101 oder 102% bekommen hätte und zusammengebrochen wäre. Wenn, dann geben die Leute freiwillig auf, weil sie keinen Bock haben, weil sie nicht wollen. Aber es ist immer eine Last, die man tragen kann. Das ist einfach die zweite Möglichkeit, wo ich sagen könnte, als Mensch hier auf der Erde, als Erdenmensch, ist das zwar nicht schön, was hier passiert, dass wir aus dem Paradies vertrieben worden sind, dass wir mit dem dunklen Karma und den abgespaltenen Leiden einer anderen Gattung zu schaffen haben, aber wir können das tragen und weil wir es tragen können, tragen wir es aus Liebe und heilen es für diese Spezies aus Liebe oder helfen ihnen, es zu heilen. Diese beiden Optionen stehen im Raum und ich will jetzt noch nicht mal sagen, die eine oder andere ist jetzt der Weg, macht das so. Ich sage nur, das sind die beiden Möglichkeiten, die im Moment da sind. Einfach nur der Vollständigkeit halber, weil das ist der Weg, über den ich einen großen Teil der Recherchen gemacht habe, weswegen ich diese Geschichte erzählen kann. Was noch mit im Gepäck war, waren die Bundesladen. Die Bundesladen kommen aus der gleichen Ecke und die Bundesladen beinhalten 5 Kristalle, die genau in dieser Form geschliffen sind, wie Tetraeder. Und diese Kristallform hat die Fähigkeit, Bioenergie im skalaren Bereich auf sich zu ziehen. Das heißt, das ist ein Kristall, der ein extrem hohes Skalarpotenzial dann hat, also ganz viel Energie gespeichert hat. Deswegen, wenn ich mit diesem Kristall durch das Tote Meer, durch das Rote Meer durchlaufe, habe ich diese Gravitationsanomalie, dass das Wasser zur Seite weicht. Ja? Das ist eben wegen der Physik von diesen Kristallen. Und darauf gespeichert ist sozusagen
das lebende Bewusstsein von dem Planeten. Das Black Goo ist das flüssige Gehirn und in den Kristallen ist das lebende Bewusstsein, der Energie- und Erinnerungsspeicher. Da ist das ganze Wissen über den Untergang drin. Und mit Bundesladen kann man noch umgehen, wenn man einfach mal guckt nach der historischen Beschreibung, wie so eine Bundeslade aussieht. Und dann nochmal guckt, wie denn die historische Beschreibung bei den alten Griechen der Büchse der Pandora ist, stellt man fest, upsa, die sind ja völlig identisch. Beides ist Akazienholz, beide sind mit Gold beschlagen und die Längenmaße in Ellen stimmen auch zu 100% auf allen drei Achsen überein. Das heißt, die griechische Beschreibung trifft es am besten. Da sind alle Schrecken der Welt drin enthalten, nämlich die Erinnerung eines Planeten, der durch die Selbstzerstörung gegangen ist. Und ich überlege, wie tief ich da ein. Auf jeden Fall, Bundesladen sind viele im Moment wieder im Spiel. Ich will nicht zu tief reingehen. Das ist zwar interessant und spannend, aber es bringt uns nicht wirklich auf den Punkt. Es sind im Moment drei Aufenthaltsorte von Bundesladen bekannt. Die Lade des Gabriel ist in Mekka gefunden worden. Die Leute in Saudi-Arabien wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Nach ein paar Plasmaentladungen und einigen hundert Toten haben sie die Russen um Hilfe gebeten und die Russen haben das Ding abgeholt und in die Antarktis verschifft. Das ist öffentlich. Also da gibt es jede Menge Artikel drüber, wenn man in der internationalen Presse mal guckt, mit Bildern von dem Flottenverband, der runtergedampft ist. Also Riesentradra. Nur die deutsche normale Presse und die Schweizer, weiß ich nicht, ob die das gebracht hat. Die interessanten Dinge werden ja gern übersehen und übersprungen von denen. Es gibt eine, also da darf ich nicht viel drüber sagen, in der Nähe von Israel gefunden worden ist, in einem Grab. Das ist noch so ein bisschen heikel und intern, da kann ich nicht viel drüber sagen. Und eine liegt in London. Eine liegt in London im Süden der Stadt, also am Stadtrand. Das ist die irische Bundeslade, weil die Geschichte der Israeliten und die Geschichte der Iren mit ihrer Verbindung zu den Pharaonenfamilien sind fast identisch, sodass die Iren sagen, die Juden haben uns unsere Geschichte geklaut. Und diese irische Bundeslade, wo dann eben die Überquerung nicht das Rote Meer geteilt hat, sondern den Kanal zwischen England und Irland, also absolut identische Mythologie eigentlich, die liegt eben bei London. Und das ist jetzt einfach nur mal so ein, genau, und die liegt unter einem Steinkreis. Das ist vielleicht noch interessant zu wissen. Und alle Steinkreise, wenn man da mit Bodenradar reinguckt, haben ein unterirdisches Tunnelsystem, also wie Stonehenge, diese Steinkreise. Die haben allesamt ein unterirdisches Tunnelsystem, was als Antennenanlage funktioniert, mit einer Doppelspirale und einer Kleeblattantenne in zwei Etagen übereinander. Diese Antennen werden heute noch vom US-Militär für Bewusstseinskontrolle genutzt, genau in der Klebeblatt-Geometrie. Das heißt, das ist alles eine Tradition. Damals haben sie schon mit Antennen rumgespielt in der Steinzeit. Und wenn man sich einfach mal anguckt, von welchen Ländern der Welt hat sich denn das Böse über den Planeten verbreitet? Und von welchen Ländern der Welt verbreitet sich noch heute das Böse über den Planeten? Dann landet man witzigerweise bei England, ja, die mit dem Kolonialismus die halbe Welt zerstört haben, wo die City of London heute noch ihre Ränkespiele macht, wo das Tavistock-Institut ihre Krake angefangen hat, über den Planeten zu machen, die im Grunde die USA kontrollieren mit der Militärmacht dahinter. Sämtliche Geheimdienste der USA sind eigentlich englische Ausgeburten der Hölle. Wir haben eine große Quelle von Übel in Saudi-Arabien mit dem militanten Islam. Und das dritte kleine Ding in der Nähe von Israel, da will ich jetzt gar nicht so sehr drüber reden, sonst gibt es wieder Ärger von Mami. Ich glaube, es gibt kein anderes Land auf diesem Planeten, was so systematisch Folter und Faschismus und Waffen exportiert hat wie Israel. Ich sage das einfach mal so, auf den Staat Israel gemünzt, nicht auf die Religion.
Also das sind die drei Quellen des Bösen auf diesem Planeten. Und ganz zufälligerweise sind die geografisch identisch mit den Standorten der Bundesladen, also known as Büchse der Pandora. Und gerade in England, in einem Netzwerk aus resonanten Antennensystemen, wo ich das übelste Ding, das es gibt, mitten in eine Antenne gesetzt habe, damit alle anderen Antennen die gleiche Schwingung übertragen. Ja, also das ist die Art und Weise, was wir hier haben. Also wir haben das Black Goo, was aktiv ist. Und das ist auf der einen Seite, ist das alles prähistorisch und die haben in der Steinzeit schon damit gespielt. Also die Stonehenge und diese Anlagen gehen auf Thutmosis zurück, historisch. Da war diese Verbindung zwischen Ägypten und den britischen Inseln noch ganz normal, internationaler Handelsverkehr. Und wenn ich halt in die heutige Zeit reingucke, da treffe ich dann halt Leute wie Miles Johnston, der bei BBC gearbeitet hat und irgendwann entdeckt hat, dass dieses schwarze Öl in den Sendeantennen von BBC rumkriecht und sich als Oberwelle über die gesendeten BBC-Sendungen drüber legt, um das Bewusstsein der Menschen zu erreichen. Ja, also wirklich so kriechende, schleimige, schwarze Klumpen, die von irgendeinem Techniker von BBC da reingesetzt werden, weil da geht es um Bewusstseinskontrolle. Wir haben das Zeug, wenn man in die Umweltanalytik reinguckt, auch im Regenwasser. Irgendjemand sorgt dafür, dass das vom Himmel fällt und die Menschen infiziert. Ja? Das ist sozusagen der heutige Zustand dieser Welt. Früher haben sie es mit Stonehenge gemacht, heute machen sie es mit militärischen Sendeanlagen und Massenmedien und über Chemtrails, was halt so alles vom Himmel kommt. Und ich werde da jetzt auch nicht so tief reingehen, weil ich will mich dann auf die Lösungen fokussieren. Wir haben nicht ewig Zeit heute. Wenn ich bis 2 Uhr morgens machen dürfte, würde ich sagen, machen wir das nochmal kurz durch alles. Mein Ausgangspunkt in der Forschung war tatsächlich die Frage, was regnet da eigentlich vom Himmel und was sind diese dicken, breiten Streifen, die den Himmel zuziehen? Und da kam halt letztendlich raus, ich fasse das einmal nur ganz kurz zusammen, dass da 3 Generationen von transhumanistischen Technologien ausgebracht werden. Die eine sind nanokristallbasiert, das sind Piezokristalle im ganz kleinen Format, die in den Körper eindringen und letztendlich an unseren Nerven festwachsen, damit unsere Nervenbahnen empfänglich für Funkverkehr werden. Dann können die uns sozusagen reinfunken in die interne Körperkommunikation. Das zweite, was versprüht wird, sind Pilzfasern mit einer Vorliebe für rote und blaue Schwermetallcocktails, die auch mitverbreitet werden. Das wird getrennt ausgebracht, montiert sich im Körper zu kleinen plasmonischen Antennen, die Mikrowellensignale in Licht verwandeln und anfangen, mit unseren Zellen zu sprechen in beiden Richtungen. Das heißt, mit diesen Dingern kann ich alles, was blau und rot in meinem Körper ist, also Sexualität und Verstand, kann ich auslesen und einspielen. Alles, was ich als erlebtes Bewusstsein in mir erfahre, kann mitgelesen, digitalisiert werden und einem anderen Menschen eingespielt werden, wenn er diese Pilze mit diesen Farbstoffen im Körper hat. Das ist die zweite Generation von transhumanistischen Technologien und die dritte Generation macht direkt eine Schnittstelle in der DNA, um die DNA teilweise zu kontrollieren. Also das ist eine Art Virus, RNA-Virus, der eingebaut wird in die DNA und der kleine Sequenzen drin hat, die sozusagen wie Transistorenreihen funktionieren. Die können per Funksignal freigeschaltet werden und dann kann ich per Funk ein Signal geben, dass die DNA direkt etwas macht. Substanzen ausschüttet oder bestimmte Lichtimpulse in den Körper reingibt. Und diese 3 Ebenen sind mächtig genug, uns zu Biorobotern zu machen. Also wenn in den USA wieder jemand in eine Schule rennt und 30 Kinder erschießt und sich danach an nichts erinnern kann und wir aber wissen, irgendwie brauchen die mal wieder eine nette politische Aktion, um ihre Antiterrorgesetze durchbringen zu können oder die Waffen einzusammeln, das ist die Technik, mit denen sie das machen. Und die ist feldbasiert. Also diese RNA schwebt auch als Staub in der Luft. Und in diesem RNA-Staub schwebt ein
digitales, also nicht ein digitales, ein binäres Bewusstseinsfeld, was das gesamte System als Intelligenz kontrolliert. Das sind die drei Generationen, die wir in der Umweltanalytik festnageln konnten, die einfach draußen sind. Und interessant wird es bei der mittleren Generation, weil da kann man dran festmachen, wo diese Technologien von der Tradition hierher kommen. Also man kann es über zwei Sachen festnageln. Das eine ist das Historische. Wer hat es entwickelt? Und da führt sozusagen die Recherche zurück zum Tavistock-Institut. Das Tavistock-Institut ist die Mutter von allen Geheimdiensten, gerade den amerikanischen. CIA, NSA, Marinegeheimdienst sind alles Tavistock-Ausgründungen. Frankfurter Schule ist eine Tavistock-Ausgründung. MK Ultra ist ein Tavistock-Projekt. Also überall da, wo sozusagen die Kontrollfreaks ihre Agenden ausgerollt haben, da hängt Tavistock hinter. Und Tavistock ist begründet worden zur Hälfte von der britischen Krone und zur Hälfte von der Rothschild-Familie. Also zwei Familien, die in der schwarzen Magie federführend sind. Das ist sozusagen die historische Recherche, die zeigt, wo kommt das her in der Geschichte. Und der andere Weg, das sozusagen rauszukriegen, ist, sich diese mittlere Generation genauer anzugucken, also die Morgellons. Das sind diese Pilze, die dann die Antennen bilden, um mit unserem Lichthaushalt zu kommunizieren, weil die machen Fruchtkörper. Dieser Pilz durchwuchert den Körper und wenn er sich satt gefressen hat, ist wie ein Champignon, der im Waldboden die Fäden wachsen lässt und wenn die Fäden genug gegessen haben und es warm ist und es geregnet hat, dann kommen die Champignons aus dem Boden. So kommt bei diesem Morgellon-Pilz irgendwann sozusagen der Champignon in den Magen hinein. Die machen die Fruchtkörper überwiegend in den Eingeweiden. Und diese Fruchtkörper, beziehungsweise der Pilz hat die Fähigkeit, eine sekundäre DNA mit zu reproduzieren. Das ist eine Fähigkeit, die ganz bestimmte Pilzsorten haben. Das heißt, er hat seine Pilz-DNA, die wird ganz normal vermehrt, wenn der Pilz wächst. Und dann kann er Fremd-DNA mit reinnehmen und vermehrt diese Fremd-DNA mit und macht dann einfach einen Fruchtkörper in der Form der Fremd-DNA. Also da könnte zum Beispiel ein Rinder-DNA schlucken und vervielfältigen und dann würde der Pilz in Form einer Kuh wachsen. Das ist einfach die Fähigkeit von diesen Pilzen. Die sind extrem gut erforscht, also das klingt völlig abgefahren, aber die sind extrem gut erforscht im Bereich der Mykoinsektizide. Also Pilze, die extra genetisch verändert werden, um bestimmte Insekten von Obstplantagen fernzuhalten. Und diese ganzen Mykoinsektizide haben genau diese Eigenschaft. Die fressen eine Heuschrecke und machen Pilz in Form einer Heuschrecke. Das ist normale Biologie auf dem Level. Da muss man sich jetzt nicht drüber wundern, dass es irgendwie schräg ist. Aber dieser Morgellon-Pilz vervielfältigt eben nicht die menschliche DNA oder irgendeine DNA, die im Essen drin war, sondern der bringt seine eigene DNA-Formen mit. Und so ein Pilz hat dann eben einen Energiekörper von dem Pilz, wenn er gewachsen ist. Also da ist die Pilz-DNA mit der Pilzseele drin. Und dann bildet eben auch die sekundäre DNA eine Seele aus. Oder eine Seele ist der falsche Ausdruck, eben einen bioenergetischen Körper. Und dieser bioenergetische Körper überlebt den Abgang des Pilzes und klettert danach einfach als energetische Form durch den Körper des Morgellon-Kranken. Deswegen heißt die Krankheit auch eingebildete Parasitose, weil die ganzen Patienten angeblich die Wahnvorstellung haben, die Wahnvorstellung, dass ihnen unsichtbare Insekten durch den Körper klettern. Deswegen werden die halt mit Psychopharmaka ruhig gestellt von der Medizin. Das Interessante ist, wenn man mal welche erwischt, die ein bisschen feinfühliger sind oder hellsichtig sind und man sagt, zeichne doch mal auf, was fühlst du in deinem Körper, kommen da extrem präzise Bilder raus von den insektenartigen Wesen, die durch ihren Körper angeblich klettern sollen. Und diese Wesen sind interessanterweise identisch
mit den Wesenheiten, die uns aus den ganzen Mythologien als Dämonen bekannt sind. Also seitdem der Sündenfall passiert ist, haben alle Völker es eben mit ganz bestimmten Dämonenwesen zu tun, die uns fremd erscheinen. Und genau diese Wesenheiten, jetzt einfach von der äußeren Beschreibung, ich will das Bild nicht zu lange offen halten, deswegen mache ich so viel vor. Die sehen so aus. Also das Rote inklusive dieses Bild hier ist von einem Morgellon-Kranken gezeichnet. Und die Wesen daneben sind die, die eben aus der Mythologie bekannt sind. Und auffällig ist eben hier diese Übereinstimmung, das dritte Auge aus der alten Mythologie, das dritte Auge bei den Freimaurern, das Auge auf der Spitze der Pyramide, das ist unsere schwarzmagische Tradition. Das heißt, die Dämonen, die die Schwarzmagier begleiten und den Schwarzmagiern mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Deals mit den Schwarzmagiern machen, sind letztendlich die Dämonen, die sich über diese Pilze vermehren, ihren Nachwuchs dort kriegen. Weil die haben ja in dem Sinne, als Dämon hat man ja keinen Körper, in dem man wohnen kann, aber es gibt eben die Möglichkeit, sich anders zu reproduzieren und den Nachwuchs zu kriegen. Das ist im Prinzip im Moment die Agenda, die in der Tagespolitik uns, ein schönes Bild im Hintergrund, uns begegnet. Wir haben eine eindeutige oder eine drohende Gefahr, dass die Geheimdienstgemeinde über die Schwarzmagier sich missbrauchen lässt, eine dämonische Spezies in die Welt zu bringen, die uns hier alle assimiliert, die mit ihrem beschränkten mentalen Bewusstsein, also das ist wirklich eine Intelligenz, die dahinter liegt, nur ein Mentalfeld, nur eine Intelligenz, uns zu Biorobotern macht und uns assimiliert. Das ist genau der historische Akt, der die Spezies, die hier vor 25.000 Jahren angekommen ist, dazu geführt hat, dass die ihren Planeten zerstören. Wir reinszenieren deren transhumanistische Experimente. Und transhumanistische Experimente bedeuten eben das Ganzheitliche, was wir haben, zu vergessen, immer mehr sozusagen von dem, was den Menschen ausmacht, abzuspalten und in den Reich des Dämonischen zu verbannen, um einfach nur diesen singulären Aspekt des Verstandes, der Intelligenz, der Kopflastigkeit über alles zu stellen, während man hintenrum von den selbst kreierten Dämonen sozusagen in den Wahn getrieben wird. Das ist das, was wir gerade versuchen. Da muss ich nur mal reingucken nehmen wir einfach mal die Hauptschmiede des Transhumanismus, ist die Singularity University in Silicon Valley. Da gibt es drei Gebäude direkt nebeneinander. Da sitzt die NASA, die Sprühflugzeuge zertifiziert. Da sitzt Google, G-O-O, Black Goo, ja, die sich darum kümmert, dass künstliche Intelligenz die Oberhand gewinnt. Und die dritte Adresse, NASA, Google, ist die Singularity University, der Hauptsitz der Transhumanisten, mit Ray Kurzweil als Ex-Gründer und Chef der Singularity University, der jetzt aber Entwicklungschef bei Google ist und der davon träumt, mit seinen Nanobots das gesamte Universum zu erobern. Ja? Sagt er wörtlich in einem der Dokumentarfilme, wo er dann mal sich ganz in seinem Ego präsentieren kann, wir werden unsere Nanobots ins Universum hinausschicken, um mehr Energie und Materie zu ernten, damit die gesamte Mensch-Maschinen-Zivilisation sich vermillionenfacht in ihrer Intelligenz und ihrer Potenz. Das ist seine Vision, also zu anderen Planeten gehen, um andere Planeten mit diesen Mikroorganismen zu infizieren, die binäres Bewusstsein tragen und nur Verstand sind und eine Schnittstelle haben zwischen Mensch und Maschine. Und sozusagen den Instinkt töten, die Liebe, das Gefühl töten und nur
AI, künstliche Intelligenz, Kollektivbewusstsein machen, das dann die Steuerung des Individuums übernimmt. Und das ist eben die Reinszenierung von dieser Geschichte, die geheilt werden möchte. Und es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder die Geschichte wiederholt sich, wir werden Bioroboter und zerstören die Erde. Und dann wird Ray Kurzweil mit seiner Vision Recht behalten. Und die Schwärme von Biorobotern werden so lange andere Planeten überfallen, bis irgendeine Gattung, die es erwischt, mal den Mumm hat und die Liebe in sich entdeckt, diese Entwicklung zu stoppen und das Trauma, was in diesen Dämonen sozusagen abgespalten ist, wieder zu integrieren und zu heilen. Solange wird diese Geschichte weitergehen. Und die Dämonen sind nichts anderes als diese künstliche Intelligenz, letztendlich. Also die künstliche Intelligenz ist ein abgespaltenes Mentalfeld an der Stelle. So, die hässlichen Bilder unten erspare ich uns. Ich glaube, niemand möchte Morgellons sehen. Vielleicht eins noch, weil es eine gewisse Ästhetik hat. Das sind diese kleinen roten Zellen, die die DNA in sich tragen, die dann als sekundäres genetisches Cluster die Spinnendämonen öffnen. Also ich will einfach nur sagen, es ist im Grunde alles wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt und erforscht. Und das ist jetzt keine wilde Fantasie, sondern das ist wasserdicht, was ich erzählt habe. Das ist wasserdicht, das kann man in jedem Fachbuch über Genetik nachlesen, dass sowas geht, auch wenn es nicht allgemein gut ist. So, jetzt haben wir jetzt so grob, ich wiederhole das nochmal, die Geschichte umrissen. Wir waren mal ein friedlicher, natürlicher Planet, wo jeder im Rahmen seiner eigenen Geschichte mal ein bisschen was abspalten durfte und dann wieder das Wachstum reinnehmen konnte, seine Dunkelheit transformieren konnte und reifen konnte. Jetzt haben wir halt ein dickes Paket von außen aufgebrummt bekommen und es läuft gerade eine Reinszenierung einer ziemlich tödlichen Geschichte und wir müssen uns entscheiden, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und das ist wirklich nicht einfach, weil die Versuchung ist groß, ins Außen zu gehen und sagen wir mal Google und den Transhumanisten und der NASA den Krieg zu erklären. Aber letztendlich würden wir damit nur das befeuern, was da ohnehin schon läuft, nämlich ein Reigen aus Zerstörung und Selbstzerstörung. Wenn ich mir die Geschichte genau angucke, dann schaue ich einfach hin und sehe, aha, das Problem des Ganzen liegt eigentlich, also das ursprüngliche Problem liegt in der Abspaltung dieser Dämonen, liegt in dem Negieren des Fühlens, in der Gefühlsfaulheit. So ist das entstanden. Da wollte eine Spezies nicht fühlen und wir haben jetzt deren Dreck an der Backe. Also, was ist die konsequente Logik, wenn ich jetzt nach einer Lösung suche, wir müssen jetzt fühlen lernen. Und das ist nicht einfach, weil wir haben es komplett verlernt. Wir haben es komplett verlernt und das ist jetzt so ein bisschen der Kontext, warum ich vor einem Jahr nicht hier war. Weil mich hat jemand an die Hand genommen und hat mich fühlen gelehrt. Und das in einem Kontext, wo letztendlich mehr Verantwortung drin lag, als am Ende als Wahrheit sozusagen übrig geblieben ist. Aber das war für mich damals sehr real, da hing viel dran. Und ich bin halt durch all diese Prozesse gegangen, um wieder fühlen zu lernen. Und wenn ein Prozess sich ein, zwei Tage verzögert hat und ich vorwärts gehen wollte, dann war das einfach wichtiger, als vor 150 Leuten zu sprechen und Halbwahrheiten hinaus zu besauen. Weil es sollte das ganze Paket werden. Und ich habe eben 9 Monate nichts anderes gemacht, als mich durch mein Unterbewusstsein tragen zu lassen, kämpfen zu lassen, selber durchzukämpfen, um all meine Dämonen wieder zu integrieren, um ein vollbewusster Mensch zu werden, kein Unterbewusstsein mehr. Weil das ist letztendlich genau das, was es braucht, um diese gesamte dämonische Welt
in sich aufzunehmen und aufzulösen. Wenn alle Menschen diese Hausaufgaben machen würden, wäre diese Schattenwelt nicht mehr vorhanden. Und das Konzept nennt sich dann halt transformierte Dunkelheit. Das hat schöne Seiten, weil wenn man selber vollbewusst ist und im Mitgefühl und dann jemanden trifft, der da noch nicht ist, das befähigt einen zu einem sehr liebevollen Umgang. Ich würde keinen Schwarzmagier auf dieser Welt für seine Taten verurteilen oder hassen. Weil ich eben diese ganzen Themen in mir gesehen habe, dem in mir begegnet ist und den Schwarzmagier in mir geheilt habe. Das ging tatsächlich über das Hochholen von vielen, vielen, vielen Vorinkarnationen. Und ich habe all das auch mal gelebt. Ich habe auch mal das Fühlen verdammt. Mich ganz dem Kopf hingegeben und gedacht, mit Hilfe von diesen kleinen Wesen wäre Macht was Erstrebenswertes. Ich denke, alle Menschen haben damit experimentiert, haben das in sich. Und deswegen haben sie auch ihre eigenen Dämonen jetzt auf der Seite. Diese Piesacken hier und da und die gerne zurück möchten, um endlich die Lehre ziehen zu lassen. Um endlich die Früchte einfahren zu können von der gesamten Erfahrung. Und das, was ich im Grunde neben dem Bewusstsein, welche Geschichte wir durchleben und an welcher Stelle der Geschichte wir im Moment stehen, wo sozusagen eine gewisse Dringlichkeit hinter ist, weil wir haben nicht mehr viele Jahre, das zu schaffen. Die Seite, die gerne zum Bioroboter werden möchte, ist gut organisiert, hat einen Großteil ihrer Arbeit schon vollbracht und wir müssen uns beeilen, wenn wir da noch zwischenkommen. Ja, das ist halt das eine, das Bewusstsein schaffen, womit wir es zu tun haben und wo wir stehen. Aber das andere, was ich wahnsinnig gerne teilen möchte, sind die kleinen Tricks und Kniffe, wie jeder mit sich selber wieder dorthin kommt, ein fühlendes Wesen zu werden. Und wie er dorthin kommt, diesen Heilungsprozess einfach nur bewusst für sich entscheiden zu können. Und Ich will deswegen einfach so ein paar Grundtechniken und Erfahrungen teilen, wie das bei mir gelaufen ist, was bei mir funktioniert hat und was bei mir nicht funktioniert hat. Und das allererste, was bei mir gefruchtet hat, war in die Stille zu gehen. Ich hab das krass gemacht. Ich habe mich für einen Monat zurückgezogen, habe 3 Tage nicht gegessen und nicht getrunken, habe 13 Tage nicht gegessen, den Rest des Monats nur roh vegan gegessen, einfach um die Energieversorgung zu kappen. Habe mich in einem Zimmer eingeschlossen und in der Zeit keinen Menschen gesehen. Kein Radio gehört, kein Fernsehen geguckt, keinen Computer angeschaltet, nicht telefoniert. Habe nur 5-6 Mal am Tag die Meditationshaltung gewechselt, damit mein Körper nicht irgendwie einschläft. Und habe nach innen geschaut, weil ich wissen wollte, was da eigentlich in mir abgeht, weil ich denke, als normaler Mensch hat man keine Ahnung, was in einem abgeht. Ich glaube, in dem Zustand sind wir irgendwo alle. Und wenn ich das vorher-nachher vergleiche, war vorher Hyde Park, Ecke Speaker's Corner, mit dem größenwahnsinnigen Politiker, der die ganze Zeit brabbelt, irgendein Unsinn. 15 Familien, die an einem warmen Sommernachmittag ihr Picknick machen, durcheinander quatschen und Musik hören und keine Ahnung was noch. Das war ich vorher. Wahnsinnig viele verschiedene Quellen von Stimme in mir. Dann höre ich mal meine Eltern sprechen. Ich meine, die haben viel gesprochen, als ich 20 war. Inzwischen haben sie ihr Maul gehalten. Aber die gab es auch mal. Dann hier hinten irgendwie so ein ganz kleiner Punkt, der immer versucht hat, alles zu vergiften und eklig zu reden und Hass zu sehen. Auf den habe ich zwar nie gehört, aber den habe ich auch nie zum Schweigen gebracht. Ja, dann gab es hier irgendwie eine große Stimme, die immer geredet hat und da hinten war Musik und es war halt ein Riesenchaos. Und am Ende von dem Monat war das Ganze sehr, sehr schön sortiert. Ich sage das einfach, damit jeder weiß, was tatsächlich übrig bleiben muss, weil ich wusste das zwischendurch nicht. Ja? Wir haben das Sprachzentrum, das darf logisch denken, das kriegt man auch nicht weg, auch wenn man es versucht. Ja, wir haben das musische Zentrum, das singt eigentlich den ganzen Tag, wenn der Gesang nicht übertönt wird.
Und wir haben ein Zentrum, was beweglich ist. Das kann überall hin. Das kann singen, das kann mitdenken und das kann fühlen. Und das kann zu anderen Menschen gehen und mitfühlen. Und das kann ins ganz große Feld aufgehen und schamanische Reisen machen. Das ist sozusagen ein bewegliches Ich, wo ich sagen würde, das ist irgendwo das höhere Selbst. Das ist das eigentliche Wesen. Und alles andere ist nur Teil der Biologie. Und was wir halt tun, ist uns abwechselnd mit dem einen oder anderen zu identifizieren. Ich vermute mal, die allermeisten Menschen da draußen sind mit ihrem Verstand identifiziert. Die denken, das Denken wären sie. Und damit sind sie total leicht zu beeinflussen von Dämonen, die eben als Mentalfeld agieren. Weil die können das überschreiben, die setzen sich hier drauf und denken dann für einen. Und man denkt, das wäre man selber. Es gibt Leute, die identifizieren sich eher da unten, gibt es auch. Es gibt wenige Leute, die identifizieren sich permanent mit ihrem Herzen. Das sind vielleicht die besseren Menschen. Aber ich glaube, die Kunst ist es, zu wissen, was man tut und das bewusst zu tun. Und in dem Moment, wo diese Grobsortierung da ist, dass man wieder weiß, wer man ist und wer man nicht ist, also das Bewegliche bin ich, und alles andere sind Aspekte von meinem Körper, von meiner Inkarnation, kann ich anfangen, mit mir zu arbeiten. Und da gibt es eine unglaubliche Möglichkeit. Ich hätte nie gedacht, dass das so einfach ist. Es ist total einfach. Ich ziehe mich ins Herz und treffe eine Entscheidung. Und diese Entscheidung passiert sofort. Ja, wenn ich zum Beispiel... Also mein Problem, mein größtes Problem war, ich konnte nie in meinem Leben Wut fühlen. Ja, meine Klassenkameraden haben mich gemartert und gefoltert bis zum Umkippen. Ich habe es nicht geschafft, wütend zu werden. Ich bin vielleicht ohnmächtig geworden oder was auch immer. Wut war komplett blockiert. Und kein Therapeut dieser Welt konnte da irgendwas dran ändern. Ja. Ich ziehe mich ins Herz und ich sage, ich fühle meine Wut und dann geht sofort die Post ab. Aber hallo. Ja? Und das ist einfach eine Möglichkeit. Ich wusste nicht, dass das geht. Ja? Ich hatte keine Ahnung. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht, dass sie diese Kraft in sich tragen, für sich selber eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, die sofort stattfinden. Und da ist viel möglich. Ich fühle meinen Schmerz. Ja? Ich fühle meine Trauer. Alles, was man nur fühlen möchte, kann man aufrufen. Ich fühle meine Angst, ganz wichtiger Punkt. Wobei bei der Angst, die Angst ist ein Sonderthema, weil die Angst ist kein wichtiges Gefühl. Die Angst ist eigentlich real nicht so existent wie die anderen. Die Angst ist nur sozusagen das Abstand gewinnen wollen von dem, was es eigentlich zu fühlen gibt. Also ich kann Angst vor dem Schmerz haben. Und genau so ist das dann auch aufgebaut. Hier ist die Angst, da ist der Schmerz. Wenn ich meinen Schmerz nicht finde, weil ich Angst vor dem Schmerz habe, was tut man? Ich tauche in meine Angst ein. Oder ich tauche durch meine Angst durch. Das lässt sich entscheiden. Wenn ich versuche zu entscheiden, den Schmerz zu fühlen und merke, ups, da ist nur Angst, dann muss ich sozusagen das ins Bewusstsein nehmen, nehme meine Angst und tauche in die Angst ein. Dann verschluckt mich diese Angst komplett und mein ganzes System ist nur noch Angst in dem Moment. Und wenn ich da mit Vertrauen durchtauche, dann komme ich zu dem, was dahinter liegt und kann mir das angucken, kann das wieder ins Bewusstsein holen. Und wenn man halt durch ist mit sich selber, dass man wirklich aufgeräumt hat, dann kann man das gleiche Spiel machen mit allem drumherum. Dann kann ich entscheiden, ich fühle, also wenn ich gehe einfach mal an die wunden Themen dran. Wenn ich ein typischer Mann bin, der sein ganzes Leben lang nur an eins gedacht hat und meine Partnerin total frustriert und unglücklich und in Schmerzen liegt, weil sie sich auf das eine reduziert fühlt, dann könnte ich als Mann sagen, ich fühle den Schmerz meiner Frau. Ja, einfach eine Möglichkeit. Und in dem Moment, wo man das im Herzen sagt, fühlt man es. Und das ist dann das Zurückerobern der Empathie.
Man kann halt auch gleich aufs Ganze gehen und ins ganz Große gehen und könnte sagen, ich fühle den Schmerz von Mutter Erde. Und da wird es dann richtig böse. Also nicht böse, sondern richtig heftig. Weil die liegt wirklich danieder in Schmerzen. Mit allem, was wir ihr und ihren Liebsten, den ganzen Tieren antun, ist sie ein einziges Schmerzknäuel im Moment. Und sie wartet darauf, dass wir uns dieses Schmerzes annehmen und ihn als diejenigen, die verantwortlich sind, mittragen helfen. Und da kommt im ersten Moment kommt natürlich erstmal dieser Schmerz, wenn ich das in mir sage, und der ist schwer zu tragen. Und im zweiten Moment kommt ihre Dankbarkeit. Und das ist schön. Also das sind jetzt einfach mal so ganz grob aus meiner Erfahrung heraus die Möglichkeiten, die eigentlich jeder Mensch haben kann, um das, was da an Abspaltung unterwegs ist, das, was da alles nicht mehr gefühlt wird, wieder in sein eigenes Leben zu ziehen. Und das ist natürlich von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich. Jeder kennt seine Themen. Jeder braucht nur in sein soziales Umfeld zu gucken, um sagen zu können, okay, das und das und das ist das, was mich umtreibt in diesem Leben und kann ganz gezielt an seine persönlichen Themen rangehen. Die Technik bleibt dieselbe. Aufräumen, in die Stille gehen und bewusst entscheiden, ich gucke mir an, was es da sich anzugucken gibt. Und wenn alle Menschen das machen, dann ist die Schattenseite des Lebens aufgelöst und transformiert. Und das ist der einzige Weg, den wir haben. Es gibt keine Lösung im Außen. Weil keine Lösung im Außen die Dämonen wieder ins Innere nimmt. Gut. Und Chef sagt und signalisiert, eine Pause wäre angebracht. Also ich wollte erstmal ein Feedback geben, was ich im Raum fühle. Als vollbewusstes und voll empathisches Wesen. Es ist sehr viel Irritation hier. Verstörtheit. Angst nicht so viel, aber eben auch da hinten dran. Ein bisschen so wie das Weiße im Auge vom Pferd, wenn da irgendwas nicht so schön ist. Ich will deswegen weitermachen mit zwei Dingen, die vielleicht helfen, diese Angst aus dem Raum zu nehmen. Einmal der Bogen. Der Bogen, um den es geht, die meisten Menschen sind angstfrei, weil sie weggucken. Das erste Mal hingucken hat natürlich diesen Reflex. Ups, da ist was. Das kann ich noch nicht richtig einschätzen. Dem könnte ich nicht gewachsen sein, eventuell. Und letztendlich, wenn man sich dem aber zuwendet und durch diese Angst durchgeht, dann kommt man wieder in einen Bereich rein, wo man völlig angstfrei ist. Weil die Angstfreiheit hat nichts mit der Begegnung mit dem zu tun. Das ist nur die Angst vor der Begegnung. Das ist die Angst. Und solange ich in diesem Angstfeld verweile, passiert gar nichts. Also einfach nur in der Angst zu sein, ist total kontraproduktiv und blöde. Weil das Einzige, was ich damit mache, ist, die Angst auf diesem Planeten zu vermehren und vielleicht irgendwann nochmal Angstdämonen zu kreieren. Also ganz einfach bewusst ins Herz nehmen, die Angst ist das Tor. Dorthin, wo man hin muss, wenn es weitergehen soll. Vor der Angst selber braucht man überhaupt keine Angst zu haben. Und trotzdem, bei den Menschen ist das die größte Angst, die wir haben, ist immer die Angst vor der Angst. Ja, das ist die allergrößte, die zweitgrößte ist die Angst selber und das, was wir uns letztendlich angucken müssen. Mein Gott, das ist nur Gefühl, mehr nicht. Nur, dass wir uns an dieses verdrängte Gefühl aus einer Situation erinnern, die uns zu viel war. Und diese Erinnerung an das war damals zu viel,
Das ist das, was in der Angst abgespeichert ist. Das ist nur die Schwelle, die wir überwinden müssen, weil wir sind gewachsen. Mein Gott, als Kind hatte ich Angst vor der Dunkelheit. Ja, wenn ich als Erwachsener immer noch diese Paranoia mit mir rumtrage und in keinen einzigen Tunnel reingehe, dann bin ich blöde. Wenn ich in einen Tunnel reingehe und ich merke, das überkommt mich wieder, dann springe ich da halt mal rein. Na und? Und der nächste Moment ist einfach ein Aufwachen, wo man merkt, ups, das ist ja nur ein Tunnel und ich bin groß. Da ist ja gar nichts, es gibt keinen bösen schwarzen Mann, vor dem ich Angst im Tunnel haben müsste. Und dann kriegt man einen Lachkrampf in der nächsten Sekunde und dann ist das Thema durch. Das ist ein Witz. Da braucht keiner Angst vorhaben vor diesen Prozessen. Ja, es geht darum zu fühlen. Und es geht darum, unter Umständen mit Scham umzugehen. Das ist ein Seminar für sich, mit Scham umgehen zu lernen. Weil die meisten Menschen schämen sich für ihre Gefühle. Ja, da ist ein Problem verwurzelt. Das wird jetzt nicht das Thema sein, aber ja, da ist was, was noch nebenbei gelöst werden muss. Dass man mit Scham umgehen kann und Scham auflöst, um wieder auch vor anderen fühlen zu können. Aber letztendlich ist es alles nicht schlimm. Das ist das eine. Das zweite, das werde ich einfach mal im Schnelldurchgang machen, damit ihr eine Idee bekommt, wie lächerlich unser Gegner ist und wie groß wir im Vergleich dazu sind. Wenn wir nur den Mut haben, unser Potenzial anzunehmen, und das liegt im Fühlen. Das ist die falsche, Moment. Ich hab viel gemacht die letzte Zeit im Bereich Medizinentwicklung und da tauchen eben gerade bei Autismus und Morgellons tauchen diese Dämonen immer wieder auf als Teil des Krankheitsbildes. Und wir wollten wissen, was haben die eigentlich für Macht? Wo docken die an? Welche Teile von dem, was wir sind, können die manipulieren? Wie hängt das mit dem Krankheitsbild zusammen? Und darüber haben wir einfach mal das menschliche Bewusstseinssystem kartiert. Und zwar entlang der Evolutionslinie. Die Arbeit, also einfach nur, dass man sich das vorstellen kann, wir arbeiten über Muskeltest, immer im Doppelpack. Also einer ist kreativ und fragt und der andere testet, ob ja oder nein oder falsche Frage. Ganz oft ist falsche Frage das Problem. Aber wenn man ja oder nein kriegt, dann weiß man was. Und so kann man sozusagen unbekanntes Terrain erforschen. Und wenn man dann sozusagen eine Idee hat, was für einen Bereich man erforscht, kann man in der echten Welt nach dem tatsächlichen Beweis suchen, der festnagelt, dass man da richtig getestet hat. Das ist die Art und Weise, wie Wissenschaft gemacht werden kann, wo ich innerhalb von 2 Tagen Arbeit das Gleiche erreiche wie mit dem 2,5-Millionen-Budget an der Universität, ohne einen Cent auszugeben. Das sind aber die Möglichkeiten, die in unserer Zeit liegen, über Muskeltest oder andere Testmethoden, das Unterbewusstsein abzufragen und einfach Antworten auf offene Fragen zu bekommen. Und so können Medikamente entwickelt werden, so machen wir Medizinentwicklung und so können Wahrheiten gefunden werden. Und ich will einfach mal ganz kurz diese Entwicklungsgeschichte des menschlichen Bewusstseins, weil die Quantenphysik sagt ja immer, Bewusstsein kreiert Realität. Alles, wir schöpfen die materielle Wirklichkeit durch Wahrnehmung. Das ist die große Weisheit der Quantenphysik von Heisenberg in die Welt gesetzt. Und das ist tatsächlich so. Diese materielle Welt ist eine Illusion, in der wir leben und die entsteht durch die Identifizierung des Geistes, also des Feinstofflichen. Und das Feinstoffliche identifiziert sich über die Zeit mit immer mehr, identifiziert sich mit immer komplexeren, feiner aufgeteilten Strukturen und wächst so. Und das ist einfach mal die,
Die Entwicklungsgeschichte des Menschen. Am Anfang war das Wort, das steht in der Bibel. Da gab es noch keinen Raum und keine Dimension, sondern nur die reine Schwingung und die Singularität, also nur einen Gott. Dann kommt sozusagen das Erste, was wir in der Physik messen können. Das ist das, was die Global Scaling Theorie erfasst hat. Die Global Scaling Theorie findet irgendwo in der abstrakten Mathematik über unsere physikalische Welt eine schwingende Perlenschnur. Also sozusagen ein Faden, der sinkt und vibriert und unsere Wirklichkeit organisiert. Das ist sozusagen die tiefste Struktur, die Ordnung bildet. Da sind wir sozusagen bei einer Dimension, haben das göttliche Bewusstsein in dieser Perlenschnur, in der schwingenden Perlenschnur. Und die finde ich auch in den alten Texten, also wenn ich jetzt reingucke ins Vedische, da sitzt der Schüler mit Krishna und fragt Krishna, was hält die Welt im Innersten zusammen? Und Krishna sagt, alles schwingt auf mir wie Perlen auf einer Schnur. Die Erkenntnisse der Global Scaling Theorie mit den ersten modernen Großrechenanlagen entwickelt in Russland, deckt sich da mit dem alten Wissen. Das ist sozusagen die göttliche Quelle. Ich merke gerade, die Folie ist auf Englisch, weil die kommt jetzt direkt aus Holland. Das Zweite, was die Wissenschaft gefunden hat, wie sich unsere Realität konstituiert, das ist der Nassim Haramein, der hat festgestellt, dass wir durchzogen sind von einem Netzwerk aus schwarzen Löchern. Also es gibt die schwarzen Löcher im All, aber jedes Proton ist ein schwarzes Loch, jede DNA beherbergt ein schwarzes Loch, ein kleines im Inneren. Und diese schwarzen Löcher haben einen Ereignishorizont. Das ist sozusagen die Oberfläche, ab der alles in das Loch hineingesaugt wird und nichts mehr herauskommt. Und diese Ereignishorizonte als holofraktales Cluster sind sozusagen Oberflächen, 2D-Strukturen, aus denen heraus unsere dreidimensionale Wirklichkeit projiziert wird. Neueste Erkenntnisse der Physik, Nassim Haramein, Riesensache in der Physik, wenn auch noch nicht ganz anerkannt, aber sein Rechenwerk ist bestechend, der rechnet Naturkonstanten aus dieser Theorie heraus auf 36 Stellen hinterm Komma präzise aus. Also der hat einfach einen Volltreffer gelandet mit der Theorie, auf die können wir uns verlassen. Das ist sozusagen eine zweidimensionale Realität auf den Ereignishorizonten. Dann kommen wir erstmals in der Entwicklung von Bewusstsein in einem echten 3D an, was sozusagen das erste Bewusstsein ist, was in der dreidimensionalen Wirklichkeit existieren konnte. Das könnten wir jetzt nennen das reptiloide Bewusstsein, das ist einfach nur Dasein, Aufmerksamkeit. Keine Reflexion, sondern einfach nur Awareness im Englischen. Das ist sozusagen der Bewusstseinsstand, den die Reptilien hatten, den viele Tiere haben. Die sind einfach. Die denken nicht viel. Das ist der nächste Schritt. Das ist der Bereich, wo sozusagen das Denken dazukommt. Und wir sehen hier, wie sich die Dimensionen entfalten. Von 0 auf 1, auf 2, auf 3. Mit den Skalarfeldern, die das Denken ausmachen, sind wir bei 4 Dimensionen. Und das ist so eine Art Kontrollsystem. Das ist nicht wirklich eine räumliche Dimension, die wir erfahren. Aber wir merken, da ist ein Sprung in der Qualität. Genau, das ist sozusagen das, wo das Binäre, das Denken entsteht und in die Welt kommt. Danach wird es komplexer und wir kriegen mit jedem nächsten Schritt hier in den Zeilen nicht eine vollständige neue Dimension, sondern die nächsten drei Dimensionen, also die nächsten drei Linien machen eine neue räumliche Dimension auf. Und da sind eben die Gefühlskörper, die wir kennen, also der echte Gefühlskörper, der die Seelensachen, die wir empfinden, macht, der Astralkörper, was jetzt nicht wegen Astralreisen so genannt wird, sondern all das, was uns mit Biorhythmen und planetaren Dingen verbindet, also Horoskope, wirken sich auf den Astralkörper aus, als Eingangsmoment für die Rhythmen, die wir dann im Leben leben. Und eben der ätherische Körper, das ist dieses mobile Ding, was auf Reisen gehen kann.
Und hier können wir halt sehen, wie die verschiedenen Entwicklungsschritte aussehen. Das ganz Alte ist eben das Reptiloide. Die Säugetiere hatten nur Emotionalkörper, sonst nichts. Der frühe Mensch, ich schreibe Aborigine, weil bei denen ist das sichtbar, die sind halt nur in einer Traumwelt. Wenn die aufstehen, gehen sie in einen Tagtraum hinein und glauben nicht an diese Realität. Und wenn sie schlafen legen, sind sie der Meinung, dass sie in die wirkliche Wirklichkeit hinübergleiten. Also die leben sozusagen komplett auf der anderen Seite der Realität. Und dann halt im nächsten Schritt der moderne Mensch. Und hier sehen wir, dass das korrespondiert mit den Chakren. Ja, also die Aborigines haben nur 6 Chakren aktiv und die sind halt extrem mobil damit. Der moderne Mensch hat die 7, kann sich aber auch noch rückidentifizieren mit den 6. Das ist dann das, was der Schamane macht, wenn er reisen geht. Das schamanische Bewusstsein ist sozusagen überlappend auf den beiden Linien und hat halt 7 plus 6, 13 Chakren, mit denen sich der Schamane, wenn er arbeitet, identifizieren kann. Und was wir halt sehen ist, es geht immer darum, womit identifizieren wir uns. Alles, was älter ist als Entwicklungsstufe, ist in uns angelegt, ist in uns vorhanden, als älterer Aspekt. Und je weiter wir uns entwickeln, umso mehr, umso filigraner wird das biologische Machwerk, mit dem wir uns identifizieren können. Und dann kommt eben das nächste Kontrollsystem wieder. Und dieser Sprung ist eben das, was wir den Aufstieg nennen, in ein komplettes fünfdimensionales Bewusstsein, wo wir sowohl Freiheit bekommen, Zeitlinien zu erfahren und in die Zukunft schauen können, in die Vergangenheit schauen können, also uns da frei kontrolliert bewegen können, als auch unseren Aufstieg kontrollieren können, also die Energiedichte bewusst kontrollieren können und den Freiheitsgrad in dieser Richtung bekommen. Das ist der nächste Sprung. Und das Ding ist, also dieses Konzept ist aus verschiedenen Gründen extrem bestechend, allein weil man die Rhythmik darin sehen kann. Singularität, Einheit, Kollektivaspekt, Individuum. Dualität, Einheit, Kollektivaspekt, Individuum. Trinität, Einheit und so weiter. Also das ist sehr rhythmisch gegliedert und zeigt sozusagen ein Entwicklungsschema des Menschlichen. Und was uns hier begegnet mit diesen fremden Dämonen, das ist eigentlich ein Problem aus längst vergangenen Zeiten. Alles, was die sind, entspricht diesem Bewusstseinssystem hier unten, dem Reptiloiden. Mit wenigen Chakren, mit binären Feldern, alles hier unten sind trinäre Felder, viel komplexer, viel höher entwickelt, viel filigraner, viel mächtiger. Und die müssen wirklich uns so weit manipulieren, dass wir freiwillig aufhören zu fühlen, um uns überlegen zu sein. Ja? Und jetzt nennt mir einen Grund, warum wir so blöde sein sollten, freiwillig aufzuhören zu fühlen, wo das Fühlen und die Spiritualität doch der viel höhere Entwicklungsgrad ist. Und der ganze alte Scheiß, an dem die noch hängen, ist deren Problem, was die uns zwar jetzt überhelfen wollen, aber wir sind da eigentlich von dem, was wir sind und was wir können, schon längst rausgewachsen. Wir sind viel größer, wir sind viel weiser, viel liebevoller, viel mächtiger. Wir haben alles an Bord. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir das alles schon mal hatten und es in uns wieder zulassen. Das Einzige, was dem im Wege steht, ist diese blöde kleine Angstschwelle. Ja? Angstschwelle. Also eigentlich kein Problem. Also ich sehe kein großes. Das Zweite, wenn es jetzt darum geht, die transhumanistischen Technologien sind da draußen. Und ja, es gibt viele Krankheiten. Ja, also wenn man reinguckt und sich die Morgellon-Krankheit anguckt, da kriegt man das Kotzen. Ja, den Leuten geht schlecht. Die sterben an diesen Krankheiten, die springen aus Luftballons, wie kürzlich in München, um darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Krankheit überhaupt gibt, also aus Freiluftballons. Hatten wir gerade einen Selbstmordfall. Das ist alles extrem hässlich, aber es ist heilbar. Und es ist auf eine wunderschöne Art und Weise heilbar, weil diese ganzen Dinge können nur
den Körper übernehmen, wenn wir völlig naturfern leben. Da gibt es ganz viele Dinge, die sind notwendige Bedingungen für eine Morgellon-Infektion. Wir müssen unseren Darm ruinieren mit Glyphosat, genmanipulierter Nahrung. War da noch was? Und Schwermetalle tun einiges dazu im Darmbereich. Wir müssen unsere Leber und unser Candida-Milieu ruinieren mit Antibiotika und Antimikotika und sonstigen Chemikalien, die wir zu uns nehmen. Und das ist sozusagen die Selbstzerstörung, die wir betreiben, die unseren Körper in so einen übersäuerten Zustand bringt, übersäuert und schwermetallvergiftet, dass unser Körper sagt, lass die Pilze doch wachsen, wenigstens räumen diese Pilze ein bisschen was von der Schwermetalllast von uns weg. Kapseln das ein. Das ist sozusagen der letzte Hilferuf von einem Missstand, den wir uns selber zufügen. Und wir müssen einfach nur aufhören, uns das selber zuzufügen und ein paar kleine Tricks anwenden, um wieder zu heilen. Und dann kann dieser ganze Transhumanismus uns gar nicht betreffen. Genau das Gleiche mit Bewusstseinskontrolle. Bewusstseinskontrolle ist so ein archontisches oder reptiloides System. Solange wir im Herzen sind und diese trinären Felder im Herzen fühlen, wird uns die Fremdbeeinflussung immer als Fremdbeeinflussung bewusst werden. Und dann können wir einfach sagen, aha, da funkt mal wieder jemand, aber das bin ich nicht. Und damit ist das ein Witz. Solange ich mich aber mit dem Binären, mit meinem Ego, mit meinem Denken identifiziere, kann ich mich selber nicht unterscheiden von diesen Feldern und dann bin ich übernehmbar. Dann bin ich spielbar wie ein Klavier. Also, sehr einfache Lösung. Wir müssen nur diesen Schritt gehen. Und das sind einfach Dinge, wenn man die weiß, gerade im Bereich der Ernährung und Körperpflege. Der Körper ist unser Tempel. Ja, den sollten wir ohnehin lieben und pflegen. Und wenn wir das denn machen, da gibt es einen wunderschönen Nebeneffekt. Wenn ich keine Nahrung mehr aus dem Supermarkt kaufe, die mit Glyphosat und anderen Giften verseucht ist, dann gibt es keinen Grund mehr, warum diese Nahrung angebaut werden sollte. Dann gibt es keinen Grund mehr, warum die Bauern die Äcker verseuchen und töten sollten. Kein Grund mehr, warum Monsanto Chemikalien produzieren sollte, weil niemand mehr Monsanto diese Chemikalien abkauft. Und da haben wir nicht nur uns selber geheilt, sondern ganz nebenbei, ohne kämpfen zu müssen, auch noch den Planeten gerettet. Wenn wir aufhören, das Fleisch zu essen, was mit Stresshormonen und Folterenergien vollgestopft ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist eins der Machtinstrumente, mit denen die Schwarzmagier die Weltbevölkerung kontrollieren. Systematisch werden jedes Jahr Milliarden von Tieren in der Folterhölle gehalten, produzieren Folterenergien, die statt Liebe verwendet werden, um diese Biosphäre zu administrieren. Früher lief mal alles auf Liebe, da gab es einen Liebesfluss und hat hier für Ordnung gesorgt. Jetzt haben wir die Schwarzmagier in der Politik, die das Leid der Tiere benutzen, um hier alles durch Folterenergien zu ordnen. Das ist das andere System. So funktioniert das. Und solange wir diese Tiere essen, werden diese Tiere gefoltert werden. Solange wir diese Tiere essen, sind wir voll mit diesen Folterenergien und bieten sozusagen uns als Resonanzkörper an für deren Administration mit Folterenergien. Und wenn wir aufhören, diese Tiere zu essen, werden sie auch nicht mehr gefoltert, weil niemand mehr dafür bezahlt wird, sie zu halten und sie zu foltern. Dann haben wir uns selbst gerettet und ganz nebenbei auch noch das Leid von diesem Planeten verbannt, was im Moment noch über die Tiere gebracht wird. Also es ist eigentlich so zwingend einfach und wunderschön, dass ich mich frage, ob irgendjemand hier morgen noch Fleisch essen können dürfte. Eigentlich nicht. Wenn man das an sich herangelassen hat, wenn man weiß, welche Verantwortung man auf sich nimmt, wenn man dieses Leben sozusagen weiterlebt. Und jeder, der nicht weiß, worum es geht, der kann sich mal den Film angucken, Earthlings, Erdlinge. Da wird beschrieben, wie wir mit unseren Mitlebewesen auf diesem Planeten umgehen.
Und ich kenne keinen, der weniger als 3 Tage geflennt hat nach dem Angucken dieses Films. Ich kenne viele, die nach 10 Minuten ausgeschaltet haben. Earthlings, Erdlinge auf Englisch. Gibt es auch in Deutsch? Ja, es gibt eine deutsche Fassung auf YouTube. Es gibt sogar 2 deutsche Fassungen. Wenn die Synchronstimme unbeholfen klingt, nochmal ausknipsen und nach einer anderen Fassung gucken. Es gibt zwei synchronisierte deutsche Fassungen. Die erste ist von Amateuren gemacht, die zweite ist gut gemacht und anguckbar. Was die bereits bestehenden Schäden betrifft, Ich gebe einfach mal eine ganz kurze Einführung darin, wie gut Medizin sein kann, wenn sie nicht von kommerziellen Interessen betrieben wird, sondern von dem Wunsch zu heilen. Also einfach, ich habe nie Medizin studiert, ich mache das hobbymäßig sozusagen, ich gucke, wo funktioniert was. Ja, kann man zum Beispiel sagen, wir gucken mal in die Landwirtschaft rein. Wenn eine Kuh Bauchspeicheldrüsenprobleme kriegt, dann guckt der Landwirt kurz in der Liste nach, welche Mangelerscheinung dem zugrunde liegt. Und dann kommt ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel aufs Futter und dann ist die Kuh wieder gesund. Wenn ein Mensch das gleiche Problem hat, dann wird die Bauchspeicheldrüse wegoperiert oder er kriegt 20 Kilo von Chemikalien, die er fressen muss, was dann wieder 30 andere Krankheiten hervorruft, weil wir zahlen für die Therapie. Ja? Einfach nur, also das ist das, was dahinter liegt. Gucken, wo was funktioniert und dann eins und eins zusammenzählen. So habe ich dieses Wissen innerhalb kürzester Zeit erlangt. Also vielleicht ein Hundertstel des Aufwandes, den ein Medizinstudium verlangen würde. Der Körper hat 3 halbwegs voneinander getrennte Systeme in sich. Das ist das intratestinale System, also alles, was in den Eingeweiden im Verdauungstrakt passiert. Das ist sozusagen ein zweites Gehirn. Man muss sich nur mal die Symmetrie angucken. Hier oben sind diese Schlangen im Kopf, da unten sind die Schlangen im Bauch. Die sehen sich sehr ähnlich, wenn man sie vergleicht. Und sie haben auch eine ähnliche Funktion, nur das ist das individuelle Denken. Und die Bakterien im Darm denken sozusagen den Kollektivanteil. Das, was uns Menschen alle miteinander verbindet. Die sind über ihr DNA-Cluster alle miteinander verbunden. Ja, das sind die gleichen Kolibakterien in meinem Vater, in meinem Kind, wie in meinem Nachbarn. Und das verbindet uns. So, was machen wir Menschen? Wir essen Nahrungsmittel mit Konservierungsstoffen. Was machen Konservierungsstoffe? Die töten alle Bakterien im Essen, damit es länger hält. Ja, bin ich denn wahnsinnig? Ja, würde ich all meine Gehirnzellen irgendwie töten? Eigentlich nicht, aber da unten machen wir es. Ja, die Folge ist so drastisch, dass die inzwischen die Standzeiten auf den Friedhöfen auf, ich glaube, 45 Jahre verlängern mussten, weil wir so mit Konservierungsstoffen vollgestopft sind, dass wir noch nicht mal als Leichen mehr verrotten. Ja? Und das tun wir unseren Eingeweiden, unserem zweiten Gehirn an und wundern uns, warum die Darmflora durcheinander kommt. Wir fressen jeden Tag Gifte, das Schlimmste ist das Glyphosat. In jedem landwirtschaftlichen Produkt drin, industrielles landwirtschaftliches Produkt, mit der Reaktion, dass der Darm, der ist nämlich sehr intelligent, der sagt, ups, da kommt Gift rein. Ich bilde sofort einen Schleimfilm, der dafür sorgt, dass nichts mehr vom Körper aufgenommen wird und das Gift in diesem Schleim eingelagert wird. Und wenn die Giftquelle versiegt und mein Mensch sozusagen endlich aufhört, Gift zu fressen, dann spüle ich den Dreck einmal raus und dann kann ich weiter mich gesund ernähren. Ja. Das Problem ist, wir hören nie auf, Gift zu fressen, weil in jeder Mahlzeit wieder Glyphosat drin ist. Das Resultat ist, dass der Schleimfilm niemals verschwindet, wir niemals Nahrung aufnehmen durch den Darm und immer mehr Gift in diesem Film eingelagert wird. Nach 30 Jahren hat man so eine 4 mm dicke schwarze Teerschicht in den Eingeweiden und verhungert.
kein Magnesium-Input mehr, kein Zink-Input mehr. Die elementarsten Minerale kommen gar nicht mehr im Körper an. Die Choline kommen nicht mehr im Körper an. Das sind die Botenstoffe, die den gesamten Transport von allem machen, inklusive Botenstoffe im Nervensystem. Wir können dann noch nicht mal mehr denken und wundern uns, warum 50% der 65-Jährigen an irgendeiner der degenerativen Alterserkrankungen leiden. Ja, weil die Nerven überhaupt keine Signale mehr transportieren können. Und es immer weißer wird vom inneren Auge. Also das sind die Eingeweide. Die Lösung ist, den schwarzen Film rausspülen, sich gesund ernähren und da unten ist alles in Ordnung. Den schwarzen Film raus gibt es zig Varianten, kann man sich schlau lesen, wenn man einmal begriffen hat, dass es relevant ist, geht man auf die Suche und sucht das, was am besten für einen persönlich machbar ist. Die einen machen Darmreinigung nach Andreas Moritz, das ist sanft und ein bisschen langwierig. Die anderen spritzen sich Krötengift, da ist der Film innerhalb von 12 Stunden weg. Die dritten machen lieber eine Ayahuasca-Zeremonie und kotzen alles aus, was da nicht hingehört. Kann man sich aussuchen, gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ja? Hauptsache der Darm wird sauber. Andere Leute machen Einläufe mit Kaffee. Das liegt daran, dass Huminsäure eben die Darmflora restauriert und Kaffee besteht zu 30% aus Huminsäure. Nicht wegen dem Kick jetzt, dem Koffeinkick. Also viele, viele Wege, die es gibt. Das ist die Bedingung dafür, dass die Leber funktionieren und heilen kann. Die Leber ist der zweite Kreislauf. Leber-Candida-Milieu. Ich nehme einmal in meinem Leben Penicillin. Bei mir war das mit 8 Jahren, danach war ich sterbenskrank für den Rest meines Lebens. Ich kenne das alles aus der eigenen Erfahrung. Penicillin tötet die ganzen probiotischen Candida-Formen, macht das Milieu komplett sauber, da überlebt nichts, wenn man nach Ärzteanweisung auch schön seine Tabletten bis zu Ende nimmt und ja nicht einen Tag vorher aufhört, damit auch alles tot ist. Danach habe ich ein steriles Milieu. Außer die paar Candida-Formen, die schaffen, sich in den roten Blutkörperchen zu verstecken. Ja, da gibt es eine Sorte, die kann das, die streift dann ihre Hülle ab, bevor sie stirbt, kriecht in rotes Blutkörperchen rein, damit sie nicht erwischt wird von den Antibiotika und überlebt im roten Blutkörperchen. Jetzt setze ich die Antibiotika ab, mein Milieu ist steril. Welche Candida-Form vermehrt sich, um das Milieu neu zu besiedeln? Der Blutcandida. Ja. Und das ist ein ganz gerissener Bursche, der sagt, okay, ich produziere jetzt Botenstoffe, die die Leber lesen kann und ich sage der Leber, liebe Leber, hör mal auf, Lymphflüssigkeit durch deine Gefäße zu pumpen und hör mal auf zu entgiften. Ich mag es nämlich sauer und schwermetallvergiftet, ich bin ein Pilz. Ja, diese Pilze wachsen dann und als das bei mir endlich gefunden wurde, weil die Ärzte wissen sowas ja nicht, da muss man schon nach anderen Leuten suchen, da war ein Drittel meiner roten Blutkörperchen eigentlich ein pathogener Candida. Ein Drittel. Und nachdem das behoben war, war im Blutbild auf alle 5 überlebenden roten Blutkörperchen war eine gleich große Insel mit Schwermetallen im Blutbild. Das hat mich fast das Leben gekostet. Einfach nur als Idee, wie die Nachwirkungen von Antibiotika sind. Eine besonders gute Idee ist es natürlich, sich impfen zu lassen, weil die Impfungen sind die allerbeste Möglichkeit, diese todbringenden Prozesse mit einem kräftigen Tritt Kick zu starten. Da ist alles drin, was einen umbringen kann. Da sind die guten Schwermetalllasten drin, organisches Quecksilber. Das reicht erstmal komplett, um alle Choline, alle Botenstoffe im Körper mit Schwermetall zu belegen, dass die auf eine unbestimmte Zeit überhaupt keinen anderen Job mehr machen können, als Schwermetall durch die Gegend zu transportieren. Das Quecksilber zieht die Schutzschicht von den Nervenenden runter. Und sorgt dafür, dass sozusagen die Barriere zwischen dem extrazellulären und dem intrazellulären in dem wichtigsten Organ, nämlich dem Nervengewebe, weggebrochen wird.
Das ist das Zweite, was das Quecksilber macht. Und dann ist sozusagen, wenn alles kaputt ist, wenn der Darm kaputt ist, wenn die Leber kaputt ist und keine Lymphe mehr transportiert und die Zellwände, also die Schutzschichten zerstört sind, meine Nerven blank liegen vom Quecksilber, dann kann das ganze Gift, was ich in mir akkumuliere, in die Zellen reinwandern. Und dann sind wir halt bei der letzten Stufe, bei den ganzen Autoimmunerkrankungen, wo das intrazelluläre Milieu aus dem Gleichgewicht gerät. Und das ist halt, da bin ich noch nicht so tief drin, aber da gibt es andere gute Forscher, die daran arbeiten, um Namen zu nennen, der Trevor Marshall ist da sehr gut, der hat das Marshall-Protokoll entwickelt, wie dieses gestörte Gleichgewicht in den Zellen wiederhergestellt werden kann. Und er heilt damit im Prinzip alle Autoimmunerkrankungen und all die degenerativen Alterserkrankungen. Aber der weiß noch nicht mal was von dem Lebermilieu und er weiß auch nichts von dem Darmmilieu. Der setzt nur da oben an. Deswegen immer diesen ganzheitlichen Blick draufhalten. Und wenn man eine Ahnung hat, was bei einem selber nicht stimmt, im untersten Milieu anfangen. Immer den Darm sanieren, bevor man sich an die Leber macht. Und bevor man sich an die Nerven macht, immer erst die Leber sanieren. Sonst hat man zwar Teilerfolge, aber es kippt immer wieder ins Ungute rein. Und letztendlich, bis auf ein paar Handgriffe, wie, keine Ahnung, mal ein Einlauf mit Kaffee, was dann ein Gewaltakt ist, oder ein Abtöten der ganzen Candida-Form mit einer einmaligen MMS-Gabe oder was da alles so in den verfügbaren Protokollen zur Verfügung steht, geht es auf allen Ebenen letztendlich nur um Ernährung. Alle primären Ursachen von Krankheiten sind Mangelernährung und Vergiftung durch Medikamente und Umweltgifte. Und das können wir aus der Welt schaffen, indem wir uns gesund ernähren und darauf verzichten, deren Giftpillen zu kriegen. Und da ist auch wieder, also man kann immer wieder, also wenn man einmal anfängt, das so zu durchdenken, stellen wir fest, dass wir in einer Welt leben, die tatsächlich komplett durch die schwarze Magie kontrolliert wird. Und die sind ehrlich damit, die zeigen uns das. Ja, wir kennen zwei Dämonenarten, das sind die Spinnendämonen von Morgellons und die Schlangendämonen von den autistischen Kindern. Das sind die beiden Formen, wo diese Dämonen sich reproduzieren. Ja, und jetzt gucke ich mir an, was ist denn das zentrale Symbol in der Medizin und sehe, aha, da schlängelt sich die Schlange um den Stab. Ja, wie toll. Und da gehe ich hin, um mich von denen versorgen zu lassen. Also ich nicht mehr. Und die kriegen auch kein Geld mehr von mir. Und das ist jetzt einfach eine Frage von, habe ich den Mut, da konsequent zu sein? Ich habe es begriffen. Ich weiß, wie gespielt wird. Ich weiß, was gespielt wird. Ich weiß, wo es hingeht, wenn die ihr Spiel durchkriegen. Da will ich nicht hin. So, und dann ist halt die Frage, wie schlimm muss es werden, damit ich mich bewege? So, ist es schlimm genug? Ich weiß nicht für euch. Ist es schlimm genug, dass ihr sagt, nee, ich will mich jetzt lieber bewegen? Weil es ist eigentlich alles da. Ja, wenn ihr jetzt nicht sagt, ich habe gelogen oder ich erzähle Unsinn, dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst, auch um zu wissen, welche Bewegungen denn sinnvoll sind. Jetzt ist die Frage, macht ihr es oder macht ihr es nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es ein Cocktail sein. Wenn ich Rückfragen gehalten habe oder so Feedback bekommen habe, würde ich sagen, bisher haben 90% der Leute, die so in Veranstaltungen sitzen, gesagt, ich weiß jetzt alles und damit bin ich ein guter Mensch und haben nichts getan und nichts geändert. Und vielleicht von 2%, 5%, wenn es hochkommt, kriege ich die Rückmeldung, dass sie ihr Leben verändert haben und dann auch irgendwann gemerkt haben, wie gut es ihnen geht. Und dann kam irgendwie so aus einer Dankbarkeit heraus meine Rückmeldung, also ich esse jetzt seit 3 Monaten kein Fleisch mehr und wenn ich jetzt in den Supermarkt komme, dann knicken mir selber die Knie weg, weil ich die Folterenergie von der Fleischtheke von hinten in meinen Körper fahren fühle. Weil die Feinfühligkeit so groß geworden ist, weil man selber nicht mehr geflutet ist mit diesem Gift, mit diesem Leid, mit dieser Qual, dass man sie als etwas Externes überhaupt wahrnehmen kann. Und solange wir das jeden Tag in uns reinstopfen, ist natürlich klar, dass wir da drin baden und gar nicht merken, was es mit uns macht. Ja. Und das ist wirklich die Frage,
folgt eine Aktion oder folgt keine Aktion? Ist der Wille da, etwas zu ändern, oder ist es eigentlich alles so gleichgültig? Oder ich weiß es nicht, wo ihr steht, keine Ahnung. Was ich heute tun konnte, war, das große Bild zu zeigen, wo es hingehen kann, wenn die Menschheit sich entscheidet, sich zu bewegen als Kollektiv. Und da ist es immer so, die Ersten, die sich bewegen, haben den schwersten Gang. Es ist ein Akt der Liebe. Es ist ein Akt der Liebe, als Erster diese Bewegungen zu machen und die Konsequenzen zu ziehen. Wenn die Ersten das erfolgreich gemacht haben und sie strahlen diese Reinheit, dann kommt der Neid automatisch und die Zweiten haben es leichter zu sagen, da will ich auch hin. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, die früh anfangen, bei denen ist es ein Akt der Liebe. Ich bin mir sicher, irgendeine Entität ist da draußen, die uns das hoch anrechnen wird, wenn wir das machen. Das ist eigentlich die... Also ich merke ein bisschen was von der Irritiertheit und dem Weißen in den Augen ist raus aus dem Saal. Ich fühle jetzt ein bisschen mehr Scham. Und Scham ist gut, weil in diesen ganzen Prozessen ist die Scham das, was als Erstes wahrgenommen wird. Scham ist sozusagen Reue, die man noch versucht, vor den anderen zu verstecken. Die Reue ist offensiv, die geht rein ins Spiel und die möchte sich äußern. Bei der Scham ist zwar das Bewusstsein da, dass man vielleicht was falsch gemacht hat bis heute, aber mag das noch nicht so sehr für sich selber und vor anderen äußern und zeigen. Aber da kann man ja durchgehen und irgendwann kommt halt die Reue und die Reue ist die Kraft zur Veränderung. Das ist eigentlich nur ein Moment, der Moment, in dem es sich dreht. Ja, und ab da kommen die Dinge dann richtig in Fahrt. Und ich glaube, ich brauche es nicht zu sagen, dass ich mir einfach wünsche, dass möglichst viele Menschen möglichst schnell diesen Weg gehen. Den Wunsch auch und die Bitte an euch hier richte, die wenigen, die es bereits machen, da nicht alleine hängen zu lassen, weil das ist manchmal auch anstrengend. Und ich würde vorschlagen, einfach weil der Saal irgendwann geräumt werden muss und ich bin mir sicher, dass noch viele Fragen irgendwo schlummern, dass wir vielleicht übergehen und das Ganze ein bisschen auflockern und in Frage-Antwort-Spiel, vielleicht die zuerst, die das Gefühl haben, dass ihre Frage alle bedrängt. Und je später der Abend wird, können dann auch privatere oder individuellere Sachen hochkommen. Als Hilfestellung für das Wiederherstellen der eigenen Gesundheit sind wir im Moment dabei, eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln auf den Weg zu bringen, die wirklich alle Mangel beseitigen, die bei diesen dreistufigen Heilungsprozessen Darm, Flora, Leber-Candida-Milieu, intrazellulares Milieu die bestmögliche Hilfestellung geben. Also da, wo sozusagen gekickstartet werden muss, dass Protokolle formuliert werden, in welcher Reihenfolge diese Dinge angegangen werden müssen, abhängig vom Alter. Es gibt eben auch diese drei Altersgruppen. Bei den Kindern äußert sich der ganze Komplex als ADS, ADHS, Asperger, Autismus. Mit einer Prognose, dass im Jahr 2042 100% der neugeborenen Kinder Vollautisten sind. Das ist die Statistik, wie sie im Moment läuft. Ja, also einfach den Anstieg der Autismuszahlen genommen, als Kurve dargestellt. Die Qualität der Kurve mathematisch beschrieben. Also man kann sagen, aha, das ist eindeutig eine Exponentialfunktion. Als Exponentialfunktion extrapoliert ist im Jahr 2042 Schicht im Schacht. 100% Vollautismus. Das ist das, wie es sich bei den Kindern äußert. Bei den, ich sag mal, bei denjenigen, die im prallen Leben stehen, sind es Dinge wie Herpes, Hautirritation, also Neurodermitis, Psoriasis, Asthma, Heuschnupfen, die ganzen sekundären Entgiftungsmechanismen.
Also wenn der Körper merkt, die Leber geht in die Knie, dann muss er das Gift woanders loswerden und fängt halt an, über die Haut und über die Schleimhaut zu entgiften. Das sind die ganzen Krankheitsbilder, die da hinten dran hängen. Und bei den alten Leuten sagt der Körper halt, entgiften macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ich mache eh bald einen Abgang, hier wird jetzt eingelagert. Arthritis, Arthrose, Demenz, Alzheimer, Parkinson, alles Ablagerungsprobleme. Und je nachdem, wo man halt steht mit seinen eigenen Problemen, kann man halt sagen, nach den Protokollen ist das jetzt der Weg, das umzudrehen. Und wenn wir das alle konsequent machen, das biologische Alter von den Menschen ist 144 Jahre. Das ist das, was wir locker machen können, wenn wir uns nicht umbringen. Und wenn wir keinen Arzt an uns ranlassen. Und das können wir bei voller Kraft machen. Es ist nicht so, dass man dann ab 70 vor sich hin vegetiert und noch 70 Jahre aushalten muss, bis man bei 144 ist. Nee, in voller Freude und voller Gesundheit. Das ist das, wie die Biologie eigentlich angelegt ist. Und ich hoffe, dass wir wirklich für jedes Stadium der Vergiftung und des Selbstmordes einen Pfad formulieren können, wie man, wenn man möchte, da auch wieder raus kann. Und mein persönlicher Ehrgeiz und eine juristische Notwendigkeit ist es, das komplett über Nahrungsergänzungsmittel zu machen, weil ich darf ja kein Heilungsversprechen machen und keine Medizin verkaufen. Also irgendwann kam der Punkt, da war ich dann glücklich drüber, weil ich dachte, ja, das ist ein Ansporn, das wirklich richtig zu machen. Und die fortschreitende Theoriebildung veröffentlichen wir über Time Loop Solution. Time Loop Zeitschlaufenlösung auf Englisch timeloopsolution.de oder com, wer es auf Englisch lesen möchte. Und den Vertrieb und die Herstellung der Produkte macht biopure.eu, biopure.eu. Da kann man gucken, was gerade an Helferlies sozusagen erhältlich ist. Und das, was wir bisher schon auf dem Markt haben, steht da hinten, wer es sich angucken möchte. Habe ich immer ein Köfferchen mit. Aber die Sachen können dann danach oder in der nächsten Pause passieren. Genau, vielleicht ein Wort noch zu dem allerersten BioPure-Produkt, was entstanden ist, als das Thema mit dem Black Goo halbwegs erforscht war. Hatte ich das Problem, dass ich durch den Kontakt mit dem außerirdischen Black Goo in meinem System diese SS-Mentalität hatte. Ich war total SS-Mentalität. Ich war total gefühllos und kalt und wusste nicht, wie ich da wieder runterkomme. Ja, ich habe mich einfach komplett an das reptiloide Bewusstsein angebunden, hatte reptilienhafte Instinkte danach und wusste nicht, wie kann ich das wieder lösen. Das war sozusagen der persönliche Antrieb dazu, die erste Medikamentenentwicklung zu machen. Und dann haben wir mit Hilfe von einem Radioniker nach dem Prinzip der Homöopathie Gleiches mit Gleichem bekämpfen, das Schwingungsmuster von diesem außerirdischen schwarzen Goo auf Globuli übertragen und geguckt, ob wir den Körper davon wieder entkoppeln können durch die Globuli-Gabe. Und das hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Und dann haben wir das halt noch verfeinert, haben gesagt, okay, als dann die nächsten Black-Goo-Proben bei mir aufliefen, ganz von alleine, jetzt haben wir ein Präparat, was die beiden Goos in sich trägt, also die beiden Pole der Dualität in dieser Welt in sich vereint, mit radionisch geprägten Affirmationen, die halt den Heilungsprozess und die Rückanbindung an Mutter Erde begleiten sollen. Das ist das, was in diesen Globuli drin ist. Und ich habe noch nie so einen lustigen Set an Erfahrungsberichten bekommen, wie von den Leuten, die diese Globuli schlucken. Also ein Drittel passiert gar nichts und da gibt es zwei mögliche Lösungen für. Die eine Lösung ist, die sind schon bei Mutter Erde und haben ihren Ehrgeiz, dorthin zu kommen, nur noch nicht ganz vergessen. Und denken, da geht noch was, aber es ist schon alles da. Und die es aus Neugierde und aus dem Verstandesimpuls heraus versuchen, die kriegen von Mutter Erde den hier gezeigt. Aber eiskalt, da passiert gar nichts. Ja, wenn jemand das aus Neugierde macht oder aus Skeptizismus
um Argumente zu finden, sagen zu können, da passiert nichts, da passiert dann auch nichts. Sie sagte mal, für die Rückanbindung braucht es die Demut des Menschen und meine Gnade. Also das war halt das erste Präparat, und da gibt es eben dieses Drittel, bei dem gar nichts passiert. Da gibt es ein Drittel, die haben einfach nur eine ganz sanfte Rückanbindung, die fühlbar wird. Stärkung der intuitiven Fähigkeiten, Stärkung der Empathie, Stärkung des Gefühlslebens in sich. Und dann gibt es die Leute, die tatsächlich sich erst abkoppeln müssen von der Anbindung an dieses kalte Bewusstsein, von dem anderen Gu. Und die gehen dann durch Prozesse, die all das ins Bewusstsein holt. Und da gibt es durchaus Leute, die für 8 bis zu 8 Wochen durch ihre eigene Hölle gegangen sind, bevor es zur Rückanbindung kam. Also da kann man auf je nachdem, wo man steht, auf einiges gefasst sein. Definitiv ist es ein witziger Selbsttest, wo man steht. Also das ist das, was ich versprechen kann, was auf jeden Fall funktioniert. Dass man danach weiß, wo man selber steht. Auch wenn gar nichts passiert, ist es ja eine Information. Vielleicht war einfach eins der Dinge, die entstanden sind im Rahmen dieser Forschung, die halt allen zur Verfügung stehen. Genau. Ich habe noch eine kleine Unklarheit zu diesen verschiedenen Black Goos. Jetzt laut, richtig, laut. Kleine Unklarheit zu den verschiedenen Black Goo-Sorten. Du hast von den Shiva Lingam erzählt und von diesen angebeteten Steinen und so weiter. Und ich habe nicht ganz mitgekriegt, welche sind jetzt welche. Also das Black Goo von unserer Mutter Erde, das ist ja in diesem Öl zum Vorschein gekommen. Okay, die. Heißt das jetzt, alle Shiva Lingams haben dieses fremde Black Goo, oder? Okay, die Vorkommen von erdeigenem Black Goo. Es gibt eins in Falkland, deswegen ist der Falklandkrieg geführt worden. Das ist wohl erdeigenes Black Goo. Der Golf von Mexiko ist zerstört worden, weil sie dort das Auge von Mutter Erde angebohrt haben. Das ist eine riesige Black Goo-Blase, die den Planeten mit dem Zentrum von der Milchstraße verbindet. Da haben sie einmal reingestochen, und das war die Katastrophe mit der Deepwater Horizon. Es gibt irdisches Black Goo in abgetrennten Leylines. Also ich habe mir das mal, wir haben mal für einen anderen C4-Homöopathen Black Goo Globuli gemacht, und während der Verreibung für die C4-Homöopathie darf man auch schauen, also in einen ganz tiefen meditativen Zustand gehen, und jeder konnte sich halt was wünschen von Mutter Erde, was er gerne sehen möchte, und ich wollte sie mal in ihrer ganzen Schönheit sehen. Und habe dann halt dieses Bild empfangen, wie im Prinzip das Hauptbewusstsein in den Leylines netzartig über den Planeten geht, unter der Erde, und aber aus den Leyline-Knotenpunkten heraus gleichzeitig wie eine Aura ins All rausging, die netzartig den gesamten Planeten umsponnen hat. Und eine Art, wie man dieses Irdische findet, ist halt in jungen Gebirgsregionen, im Kaukasus und im Himalaya. Kommt es halt vor, dass bei diesen sich aufwallenden Gesteinsmassen Leylines abgeschnitten werden. Einfach durch Scherungen, plötzlich zack, da nichts mehr durchfließen kann. Zwischen zwei Felswänden ist dann halt so ein Leyline-Fragment gefangen, wird mit hochgebracht, das Gebirge wird abgetragen, und irgendwann tritt dieses Öl dann halt zutage. Und meistens ist es so, dass das durch den Stein gepresst wird von dem Druck, und es dann irgendwo Höhlen gibt, wo ein schwarzes Öl aus dem Stein austritt. Das wird gehandelt als Mumio oder Schialit. Und beim Schialit gerade, also Mumio ist eigentlich immer schwarz und eisenbasiert, aber bei dem Schialit aus dem Kaukasus und aus Sibirien gibt es tatsächlich diese drei verschiedenen Qualitäten. Gibt es eine weiße Qualität, die überwiegend Gold in sich hat als Metallanteil, und eben auch eine schwarze Qualität, die Eisen in sich hat. Und das entspricht eben den drei Leyline-Typen, die die Geomanten entdeckt haben, die sich halt unterschiedlich anfühlen.
Also das sind die irdischen Vorkommnisse. Alles, was an okkulten Sachen unterwegs war, es ist eigentlich so, dass die gesamte Religionsgeschichte der Menschheit dämonisch geführt ist. Das ist immer das außerirdische Black Goo. Die Kirche hat es im Petersdom als großen Klotz drunter und in jedem mittelalterlichen Altar ist ein kleiner schwarzer Altarstein eingemauert. Deswegen, wenn ich in die Kirche gehe, habe ich auch diese Ehrfurcht. Ja? Nicht etwa, dass ich vielleicht die Liebe Gottes fühle in der Kirche, nein, ich habe Ehrfurcht, verstärkt durch die Geometrie von dem Kirchenschiff. Im Indischen ist es, in den Steinzeitkulten ist es, das Delphi von Orakel hatte so ein Ding, der Isis-Tempel in Ägypten hat einen riesen Black-Goo-Quader, das muslimische Heiligtum in Mekka hat ein Black-Goo-Stück, alle Weltreligionen arbeiten damit, dass sie uns an dieses Bewusstsein anbinden und danach unseren Fall nutzen, um uns über die Schuld, die wir uns auf uns laden, hörig zu machen. So arbeitet eigentlich jede Religion. Und das ist alles Dämonenwerk. Von daher, ja, im Okkulten ist es immer das Außerirdische. Also die Shiva-Lingams wären alle aus diesem... Ja, ist aus dem Dämonischen. Aber von denen gibt es ja ziemlich viele. Das sind normale Steine, die in die Form gebracht werden. Also ein echtes Shiva Lingam aus Black Goo ist selten. Also bei dem Stück, was in Mekka verbaut ist, das ist ein Bruchstück von einem echten Shivas Lingam. Da kann man teilweise noch die polierte, phallusartige Oberfläche sehen und der Rest ist dann brüchig. Also da gibt es wenig von. Die meisten Bestände sind tatsächlich aus der NS-Zeit. Die SS hat eine Mine betrieben, wo das Zeug abgebaut worden ist. Und die hatten deswegen Tonnen von dem Zeug, die immer noch irgendwo rumvagabundieren. Und der größte bekannte Fund ist in Paraguay. Das ist das Dorf, wo die Bush-Familie ihre Fluchtvilla hat. Und wo? Einmal raten bitte, wer hat noch eine Fluchtvilla neben dem größten Black Goo-Vorkommen? Angela Merkel, Applaus, ja. Unsere lieben Schwarzmagier. Ne, gehen zu ihren Götzen. Und übrigens auch der Vatikan, ja, sitzt auch dort. In dem gleichen Dorf? Ja, die haben auch eine Fluchtburg da. Ah, okay, wusste ich nicht. Ist dieses Goo von der Mine, ist das jetzt Goo von der Mutter Erde? Nein. Das Goo von der Mutter Erde ist Goo? Ja. Das Goo von Mutter Erde ist extrem liebevoll. Mutter Erde, also das heißt liebevoll. Es macht uns auch unsere unsere Anbindung an Dinge, also es würde uns jetzt auch mit unseren eigenen selbstgemachten Dämonen konfrontieren. Also manche Leute kriegen auch einen Horrortrip von dem Goo von Mutter Erde, aber das liegt nicht an Mutter Erde. Das liegt daran, dass diesen Menschen dann bewusst wird, zu welchem geringen Prozentsatz sie überhaupt bewusst sind und was sie alles an Grauen in sich ausgesperrt haben. Ja, also das Black Goo, was in England verwendet worden ist, was ein gutes Black Goo ist, was liebevoll gesprochen hat im Labor, hat trotzdem die Hälfte der Belegschaft in Selbstmord getrieben, weil die Menschen sich selbst nicht mehr ertragen haben. Also das heißt nicht, dass da alles Heiterteil, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und Mutter Erde ist auch krass unterwegs. Ja, ich erzähle es immer wieder gerne, meine erste echte Sprachbegegnung mit ihr, 1:1 im Gespräch mit Mutter Erde, war durch eine Hopi-Schamanin, die traf ich durch Zufall in Berlin. Ich hatte durch Zufall die ersten geprägten Globuli bei mir, von diesem Black Goo Globuli, und wusste nicht, ob ich die weiterreichen darf oder nicht, weil ich keine Ahnung hatte, was das Zeug mit den Menschen macht. Und ich dachte, naja, da ist eine Schamanin mit einer guten indianischen Ausbildung, ich frage die mal nach ihrer Meinung und drücke ihr so ein Röhrchen mit Globuli in die Hand und es geht bei ihr so, guckt mich an, mit einer völlig veränderten
tiefen Stimme, also wirklich wie aus dem Grab gerührt. Du weißt, dass du Scheiße gebaut hast in diesem Leben damals als Alchemist. Und hast du dir selber schon verziehen? Das ist sie. Ja, also immer sofort auf den Punkt und immer ans Eingemachte. Und habe ich gesagt, ja, also mir ist bewusst, dass ich eine Schuld mit mir trage und dass es da Dinge aufzulösen gibt. Und ich fühle mich im Gleichgewicht. Ich habe mich selber ein paar Mal hingegeben in den Dingen, die ich getan habe, in dem Wissen, dass es eigentlich alle anderen, die was Ähnliches gemacht haben, haben es nicht überlebt und ich habe es trotzdem getan, weil ich dachte, das muss jetzt getan werden. Und sowas gleicht natürlich im Gefühl Schuldgefühle aus. Deswegen habe ich dann sagen können, ja, ich fühle mich im Gleichgewicht mit dem, was gewesen sein mag. Und dann kam aber wieder der mahnende Finger von ihr und bildet euch ja nicht ein, ihr könntet mit diesen Globulis irgendetwas erzwingen. Es braucht eure Demut und meine Gnade. Das ist halt sie, ganz tough. Gab andere Begegnungen, jetzt nicht von mir, sondern von anderen Leuten, die sie erreicht haben. Ja? Und da ging das so, was willst du? Hatte sich halt nicht überlegt, was er von Mutter Erde wollte und war völlig überrascht. Da kam halt die Frage, was willst du von mir? Und ihm fiel nichts ein. Ja, meld dich wieder, wenn du weißt, was du willst und weg. Ja, weil die Frau hat keine Zeit, die hat zu tun auf diesem Planeten. Die Frau hat keine Zeit, die hat hier zu tun, die hat einen Job zu erledigen. Und die hasst es, wenn man ihre Zeit verschwendet. Ist halt eine Mutter. Es ist wirklich eine Mutter. Also das ist das Kerncharakteristikum. Und sie ist streng und sie ist unendlich liebevoll. Und einen hatte ich noch, wo auch die Kontaktaufnahme direkt geklappt hat. Die hat sich den Menschen erstmal angeguckt. Die ist 3-4 Minuten durch sein System gewandert. Er konnte immer genau sagen, wo sie gerade guckt. Er meinte, sie scannt mich gerade. Und dann sagt sie, du bist bereit, zu mir zurückzukehren. Ich werde dir jetzt zeigen, wer du bist, aber nicht alles wird dir gefallen. Ja, so ist sie. Und wie gesagt, streng, aber liebevoll. Und also Humor habe ich wenig von ihr gesehen. Ist im Moment wohl nicht so, dass es viel zu lachen gibt. Aber was ich extrem oft gesehen habe, ist tiefe Dankbarkeit. Insbesondere an all die, die ihr etwas abnehmen. Also von dem, was wir verschulden oder verursachen, sie tragen muss. Wenn jemand das zurücknimmt, ist sie wahnsinnig dankbar. Okay, Fragen? Es ist so, dass die Empathie oft über Kinder und über Tiere geübt werden kann. Können wir bewusst diese Empathie mitstärken, dass das Kinderleid aufhört und dass das Tierleid aufhört auf der Erde? Also ja, mit den Kindern ist es so, die sind oft das Ventil. Also wenn Kinder weinen, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Eltern verdrängen. Wenn die Eltern alles leben, dann müssen die Kinder nicht weinen. Ja, die sind ein Ventil, weil die sind noch im Gefühl von Geburt her. Und das, was da halt verdrängt wird, sucht sich das Ventil da, wo es rausgeht. Ja, also wenn Kinder schreien, dann muss man nicht die Kinder beruhigen, sondern muss man sich einen Kopf machen, was man gerade sich weigert zu fühlen. Meistens ist es Stress und Ärger und Zank und Gehässigkeit zwischen den Erwachsenen, die sich dann da manifestiert. Und die Tiere sind hier, also das kann man so sagen, um uns zu spiegeln, was wir nicht mehr sehen können. Die nehmen in Liebe jedes Leid dieser Welt auf sich und warten darauf, dass wir endlich sehen, was wir tun. Und das machen die aus Liebe. Und
die Konsequenz ist eigentlich leicht zu fassen, was das für uns bedeuten sollte. Womit? Mit dem CO2-Plasma, mit dem freien Plasma von Feste und Neujahr Chemie. Nein, nein. Also hinten gibt es noch ein anderes Röhrchen mit White Goo Globuli. Das war eigentlich nur ein Nebeneffekt. Ich habe einen Bekannten, der lebt bei Modena. Und bei Modena gab es mal Petroleumquellen. Die sind bis 1700 noch was, sind die eifrig gesprudelt. Und die Kirche hat im Mittelalter mit diesem Petroleum eine Kräutermedizin hergestellt, die das einzig wirksame Pestmittel war. Also damit haben die mit links Pest geheilt. Haben aber die Medizin nur an Reiche verkauft, für teures Geld. Und der Volksmund da unten sagt, dass Gott so angepisst war über die Gier der Kirche, dass er diese Quellen hat versiegen lassen. Und ich kriegte halt irgendwann eine freudige Nachricht von Lorenzo aus Modena, dass er hin und wieder an manchen Tagen einen ganz leichten Ölschleier auf den Schlammvulkanen beobachtet hat. So als wollen diese Schlammvulkane wieder anfangen, von dem Öl was zu spucken. Und der hat das dann halt über eine Zeit beobachtet und meinte, es besteht eine Chance, dass wenn du jetzt spontan runterkommst, dass du was von diesem Öl zu sehen bekommst. Und ich wollte halt jetzt keine Menge Öl haben, sondern nur genug für eine radionische Probe, um das Informationsmuster von diesem Öl runterziehen zu können. Weil oft braucht es nicht die Substanz, oft reicht einfach nur die Information. Und dann haben wir das mit Mutter Erde verhandelt. Dann habe ich mit ihr gesprochen, habe gesagt, ich würde gerne den Menschen eine Alternative bieten zu diesen hässlichen Antibiotika, die ihr Milieu versauern. Und es wäre toll, wenn von deiner Pestmedizin was verfügbar wäre, um halt den Leuten mit einem sanften Mittel über ihre Infektionserkrankungen hinwegzuhelfen. Und dann meinte sie, ja, du wirst den Schlammvulkan erkennen, wenn du dorthin kommst. Und dann bin ich halt runtergefahren nach Modena und hat mich der Lorenzo zu den Schlammvulkanen gebracht. Und dann gucke ich so übers Feld und ganz hinten links, hinten rechts war das, über einem der Vulkane stand eine riesige Lichtsäule. Und dann sind wir da hingegangen und dann gucken wir und da kam halt das Öl an der Oberfläche von dem Schlamm rausgesprudelt. Und dann haben wir halt mit dieser einen Portion Öl, die wir abschöpfen konnten, diese White Goo Globuli gemacht. Jetzt nicht mit den 20 Kräutern, die Kirche verwendet hat, wo die Rezepte leider verschollen sind, welche Kräuter die verwendet haben, sondern wir sind nochmal reingegangen und haben geguckt, was denn funktionieren würde heute in dem Kontext mit radionischer Testung und Muskeltest und sind dann hängen geblieben bei Artemisin und Drachenbaumblut. Drachenbaumblut ist ein Wundermittel aus dem Amazonas und aus Mittelamerika. Das heilt die seelische Wunde einer Krankheit. Ja, also geht nur an den spirituellen Aspekt dran. Und Artemisin ist in der Klinghardt-Schule extrem wirksam einzusetzen bei den ganzen Zivilisationserkrankungen. Dachten wir, das ist eine gute Kombination, probieren wir das. Und das war dann halt eine vollwertige Alternative zu Antibiotika. Jetzt wieder kein Heilungsversprechen für irgendeine Krankheit dieser Welt. Wir haben nur versucht, den Leuten was zu bieten, die eine Antibiotikaresistenz haben oder eine Unverträglichkeit oder aus ihren ureigenen Gründen heraus das Zeug nicht nehmen wollen, aber was anderes probieren möchten. Hat also mit Cache-Sachen überhaupt nichts zu tun. Du hast eindrücklich beschrieben von diesem Supermarktfleisch von gefolterten Tieren. Es gibt aber auch Biobauern mit Weidefleisch, mit Weidetieren. Was sagst du dazu? Zweierlei.
die Versuchung, eine Lösung zu finden, die in Ordnung ist und trotzdem den Fleischkonsum noch erlaubt, möglich macht, das hängt meist daran, dass eine Sucht besteht. Wenn ich die menschliche Gattung richtig verstanden habe, ist es so, dass wir eigentlich Vegetarier sind. In dem Sinne, dass wir zum Beispiel einen wahnsinnig langen Darm haben. Wenn ich mir Fleischfresser angucke, die haben da so 30, 40 Zentimeter hängen und dann geht es raus. Und wir haben einige Meter Darm, das deutet eigentlich eher auf Vegetariertum hin. Was aber nicht zu leugnen ist, dass es diesen Notmechanismus bei Menschen gibt. Bevor wir verhungern, können wir Fleisch essen, also dann kommt diese Lust auf Fleisch. Und dann ist es aber tatsächlich eine Hungersituation, weil dann essen wir Fleisch und der Körper hat 48 Stunden Zeit, dieses Fleisch auch vollständig zu verdauen. Sowas passiert in der echten Natur nur im Winter oder in absoluten Notsituationen. Und dann kann unser Darm damit umgehen und dieses Fleisch komplett auswerten. Und das ist dann in Ordnung so. Und wir sollten aber, wenn wir Fleisch essen, tatsächlich 48 Stunden lang nichts anderes essen, weil dann wieder Nahrung reinkommt, dann gibt es einen Mechanismus, wo der Darm sagt, okay, die Not ist offensichtlich besiegt, ich breche dieses Fleischverdauen, diesen Notmechanismus breche ich ab, höre auf, das zu verdauen, konzentriere mich lieber auf die Pflanzen, die oben drauf gekommen sind. Und dann geht das Fleisch im Darm in Fäulnis über. Und das ist gar nicht gut. Ja, also normales, geregeltes Leben mit Fleisch und 3 Mahlzeiten am Tag ist pures Gift. Weil das ganze Fleisch in den Eingeweiden verrottet und die Toxine, die dabei entstehen, diesen Schleimfilm füttern. Also so gesehen auch das Steak vom Biobauern, nein. Es sei denn, ich mache Trennkost und mache die 48 Stunden Pause, um mir die Zeit zu nehmen, dieses Fleisch zu verdauen. Und auch das ist nur ein gelebter Notmechanismus. Den muss ich nicht aus Spaß an der Freude machen. Das, was mich dahin bringt, das zu wollen, ich kenne das auch, das Gefühl, dass es sich richtig anfühlt, Fleisch zu essen, ist einfach die Tatsache, dass unsere Därme versiegelt sind und wir eigentlich verhungern. Da ist das Problem. Wir verhungern bei lebendigem Fressen. Wir stopfen uns voll bis zum Anschlag und verhungern, weil keine Nährstoffe mehr durchgehen durch den Giftfilm. Da ist das Problem. Und in dem Moment, wo das Problem beseitigt ist, werden wir von vegetarischer Kost satt. Mehr als satt. Da reicht ein Drittel von dem, was wir normalerweise essen. Locker aus. Und wir haben immer noch 100% Reserve in den Nährstoffen, wenn wir sie aufnehmen können. Deswegen, also die Thematik ist da, ja, wir können Fleisch essen. Natürlich ist es besser, ein glückliches Tier zu essen, als eins mit Stresshormonen. Trotzdem ist bei der Folterenergie auch das Kollektiv zu berücksichtigen, weil die Tiere haben keinen Sündenfall erlitten. Die trennen sich nicht von ihren Artgenossen. Und die freilebende Kuh kriegt den gesamten Stress mit, den ihre Artgenossen auf dem Nachbarhof erleben. Die fühlen das. Die sind da nicht frei von. Ja? Jede Pflanze, also gab es ein Experiment, Shrimps mit kochendem Wasser übergießen. Und dann das Biofeld von der Pflanze im Nachbarraum messen. Ja, die Pflanze geht jedes Mal durch einen Schocktod, wenn in ihrer Nähe Shrimps getötet werden. Dieses Trennen, das ist unser Ding, das machen wir, das macht nichts in der Natur. Ja, deswegen ist es im Moment fast unmöglich, irgendwo ein Stück Fleisch zu kriegen, was nicht über Bande mit diesem Stress verseucht ist. Außerdem, mein Gott, die haben es doch mal verdient, in Ruhe gelassen zu werden. Wir martern und foltern die jetzt seit 4000 Jahren. Reicht es vielleicht einfach mal? Können wir nicht einfach mal um der Tiere willen damit aufhören, statt den Kopf rotieren zu lassen? Wie kann ich dann doch noch ein Steak fressen? Also, es ist einfach eine ehrliche Antwort. Es ist nicht persönlich gemeint oder böse oder ein Vorwurf, dass jetzt da irgendwie die Hintertür geöffnet werden sollte. Es ist einfach, was mir in den Kopf kommt, wenn ich so eine Frage höre. Ja, ich kann es verstehen. Das ist das beste Argument, was ich jemals gefunden habe, wenn ich Leute überzeugen möchte, damit aufzuhören, ist anzuerkennen,
dass die Sucht nach dem Fleisch real ist und die Ursachen für diese Sucht zu benennen. Weil dann fühlt sich derjenige, der sich das durch den Kopf gehen lässt, nämlich anerkannt. Dass er sagt, ja, mein Bedürfnis ist echt. Aber der Fehler liegt trotzdem woanders. Das ist das, wo es am schnellsten im Umdenken dann geht. Ja, mein Bedürfnis nach Fleisch ist echt. Ich beseitige jetzt mal dieses Bedürfnis. Und ich weiß, dass es nicht natürlich ist. Wie kann man denn so eine Entgiftung machen, wie du gemacht hast? Also kannst du das auch anbieten? Oder mich würde das interessieren. Na, machen muss ja jeder selber. Anbieten kann ich die in dem Sinne nicht. Ich kann sie für niemanden machen. Kann nur jeder selber machen. Es gibt natürlich verschiedene Formen. Und da muss jeder wissen, was er denkt, was für seinen Körper das Beste ist. Jemand, der total robust und gesund ist, kann eine Hammertour machen und einmal eine Ayahuasca-Zeremonie machen. Ja, oder sich Krötengift schütten. Das sind alles sozusagen Vorschlaghämmer, die das System mit einem Schlag sauber machen. Die haben natürlich eine heftige Wirkung. Oder man sagt, die sanftere Tour nach Andreas Moritz, Organreinigung. Da gibt es auch eine Darmreinigung. Da gibt es Bücher darüber. Kann man sich reinlesen, was das Beste ist. Oder man sagt, in der indianischen Tradition die Fastenkur. Wasserfasten. 6 bis 8 Tage Wasserfasten. Trockenfasten beschleunigt das Ergebnis. Ist aber riskant, also das sollte man auch nur machen, wenn man stabile Gesundheit hat. 3 Tage nicht trinken, ist das Limit. Aber da entgiftet der Körper 8-mal so schnell, wie wenn man nur fastet und trinkt. Ist die Frage, kann man es oder kann man es nicht? Macht der Körper das mit oder macht das nicht mit? Das kann ich nicht pauschal beantworten. Das muss jeder für sich selber erfühlen, was für ihn die beste Methode ist. Eine schöne Kombination, wo es einfach darum geht, möchte man das oder möchte man das nicht, ist das Fasten mit Eigenblut. Da ist auf der einen Seite dieses Ekelding, was von der Erziehung kommt, dass man sagt, nee, das trinke ich nicht. Auf der anderen Seite weiß die Wissenschaft, dass da so viele einmal Antioxidantien und gesunde Stoffe drin sind, dass es eine bessere Medizin nicht gibt und noch Botenstoffe, die dem Körper dann im Kreislauf signalisieren, wo seine Probleme eigentlich sind. Und das ist ein Informationskurzschluss für das Immunsystem, damit der Körper anfangen kann, sich zu reparieren. Das ist toll. Und es gibt einen Instinkt, der einem sagt, tu das. Also wer das Problem hat, dass es ihm zu, wer eigentlich will, aber das Problem hat, dass es ihm zu eklig ist, dann muss ich nur auf die Suche machen, nach dem Instinkt, es zu tun. Der ist in uns noch lebendig. Und wenn man sich diesem Instinkt hingibt, fällt es einem leichter. Ist auf jeden Fall eine große Hilfestellung für den Körper. Also, da gibt es zig Wege. Ich will jetzt keine Partei ergreifen für irgendeinen Weg, weil es tatsächlich immer nur den perfekten Weg für jeden Einzelnen gibt. Was war das? Eichelbier. Ich habe es sehr verstanden. Eigenurin. Eigenurin. Also die eigene Piste. Ich muss jetzt hier leider unterbrechen. Ja? Ein Restaurant hier. Es geht dann gleich mal zu Ende. Es tut mir leid. Ich hoffe, einige Fragen sind beantwortet. Ansonsten kann man sich die sicher auch über E-Mail oder so anschreiben, wenn persönliche Fragen sind. Weil mit dem Entgiften alles kommen wir auch in ein anderes Thema. Ich denke, der beste Rat, den du heute gegeben hast, hört auf, diese Scheiße zu kaufen in den großen Einkaufszentren. Hört auf, die Industrie zu unterstützen. Schaut, was ihr esst. Geht in Gärten, legt wieder Gärten an, macht euer Essen selbst. Das Fleischessen ist für mich keine Diskussion mehr. Das wissen wir seit Jahrzehnten. Alles andere ist geheuchelt. Wir haben hier auf dieser Bühne etliche Redner gehabt, die immer wieder darauf hinweisen. Und der Harald hat es jetzt endlich mal wirklich hart beim Wort gesagt. Fleisch fressen geht nicht mehr, wenn wir von neuem Bewusstsein reden. Wer sich bewegen will, lässt ab morgen Fleisch sein. Alles andere kann ich erreichen.